fast schon ein bisschen wie in der Oper, dem Ort entsprechend. Nach dem dritten Gong geht's los. Herzlich willkommen. Einen schönen Nachmittag wünsche ich. Toll, dass Sie da sind, hier in dieser altehrwürdigen Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Herzlich willkommen zum DVR-Forum 2024. Wirklich an einem sehr, sehr schönen Platz. In jedem Berliner Reiseführer steht, wir sind am schönsten Platz Europas, der Gendarmenmarkt. Eben beim ersten Kaffee konnten Sie auch den Blick nach draußen genießen. Obwohl im Moment könnte man eher sagen, er macht dem Namen Berlins einen Ruf, dass Berlin immer noch für sehr viel Baustellen steht. Aber nachher bei diesem kleinen Get-Together haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, hier aus dieser Perspektive, aus dieser Höhe, schön den Blick über den Gendarmenmarkt schweifen zu lassen. Da kann man die Baustelle unten auch so ein bisschen ausblenden. Mein Name ist Sarah Oswald. Ich freue mich sehr, dass ich Sie durch diesen Nachmittag und den frühen Abend führen darf. 16 Uhr ist es, so in einer knappen Stunde ist für die meisten Menschen auch hier in Berlin Feierabend. Dann gibt es vielleicht das Feierabendbierchen. Jetzt zum Abend ist es ja nochmal ganz schön geworden. Vielleicht im Biergarten, eine kühle Weinschorle oder aber der Joint zum Runterkommen im Park. All das ist möglich in dieser Realität im Frühjahr 2024. Wir beschäftigen uns heute aber mit der Frage, wie geht's denn danach weiter? Nach dem Feierabendbierchen, nach der Weinschorle, nach dem Joint im Park. Wie geht's dann eigentlich nach Hause? So, wie wir es alle machen sollten, mit dem Taxi oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, oder setzt man sich eben so dann doch an Steuer? Klarer Kopf, sichere Fahrt. Alkohol und Drogen als wachsende Herausforderung für die Verkehrssicherheit ist das Thema des DVR-Forums 2024. Seit diesem Frühjahr ist Cannabis in Deutschland nun teillegalisiert. Und für diesen Schwerpunkt, den der DVR heute gewählt hat, haben wir damit eben auch einen ganz aktuellen Anlass. Denn seit der vergangenen Woche wissen wir auch, was diese Teillegalisierung eben ganz konkret fürs Autofahren bedeutet. Der Grenzwert wurde angehoben auf 3,5 Nanogramm THC im Blut. Mischkonsum von Alkohol und Cannabis bleibt weiterhin streng verboten. Ausgenommen von dieser Regelung sind auch junge Menschen unter 21 und auch Fahranfänger in der Probezeit. Es wurde viel diskutiert, sicherlich auch in Ihren Reihen. Wir werden heute auch darüber sprechen, aber auch darüber, ob diese ja wirklich angeregte Diskussion darüber nicht die Gefahren so ein bisschen überdeckt, die seit Jahren schon ausgehen von Menschen, die vielleicht im betrunkenen Zustand sich noch an Steuer setzen. Über beides wollen wir heute sprechen mit Expertinnen und Experten, die wir eingeladen haben aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir bekommen aktuelle Ergebnisse aus der Forschung präsentiert. Wir gucken aber auch ganz genau rein in die Praxis und auch in Erfahrungen und Erlebnisse und vor allen Dingen Konsequenzen daraus, wenn Menschen betrunken oder eben bekifft sich hinter Steuer setzen. Wir wollen aber auch nach Lösungen suchen, also wie können Menschen mit welchen Methoden besser über mögliche Gefahren informiert werden. Freuen Sie sich auf Gespräche mit Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben die Verkehrssicherheit, wir haben die Medizin, wir haben die Psychologie, wir haben selbstverständlich auch die Strafverfolgung, die Verkehrsüberwachung, Suchtprävention und viele andere Bereiche. Wir sind beim Thema Verkehr. Selbstverständlich habe ich auch für Sie so ein paar Hinweise, damit wir möglichst unfallfrei durch diesen Nachmittag kommen. Hier im Saal finden Sie mehrere Notausgänge, gut gekennzeichnet durch die grünen Schilder. Diesen Notausgang bitte nicht nehmen, denn da landen Sie direkt in unserer Regie, denn wir werden diese Veranstaltung heute auch, oder wir machen das jetzt auch schon im Livestream übertragen. Deshalb auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmenden, die uns über den Livestream verfolgen. Und da schauen wir uns doch mal an, was Sie da so zu sehen bekommen, wenn Sie online an unserer Seite sind. Sie haben einmal auf der einen Seite die Agenda. Wenn Sie auf das i drücken, sehen wir, was wir alles mit Ihnen vorhaben. Sie können aber auch direkt auf unsere Bühne gehen. Da haben Sie dann nämlich die Möglichkeit, auch bei uns mit ins Gespräch zu kommen. Da öffnet sich dann, das zeigen wir Ihnen gleich, nämlich auch eine Chatfunktion. Jetzt haben wir es. Da wäre es toll, wenn Sie sich auch mit Ihren Fragen, die Sie haben, die heute so im Laufe des Nachmittags und am Abend kommen, direkt beteiligen. Wir haben auch kompetente Unterstützung aus dem Politikteam des DVR. Wir haben Annette und Jonas später auch noch am Start, die Ihre Fragen direkt beantworten werden
oder sie eben hier bei uns direkt ins Forum geben, damit Sie mitdiskutieren können. Das gilt selbstverständlich auch für Sie im Saal. Wir freuen uns, wenn auch Sie sich daran beteiligen mit Ihren Fragen. Das können Sie gerne auch jetzt schon machen. Eigentlich gilt es ja als sehr unhöflich, während so einer Veranstaltung sich ein Handy zu nehmen. Aber es wäre toll, wenn Sie das jetzt trotzdem machen, zumindest für diesen Moment. Und sehr gerne einmal diesen QR-Code scannen. Ich habe das für Sie auch einmal schon mal ausprobiert. Einfach die Kamerafunktion öffnen, auf den QR-Code halten. Dann öffnet sich unten einmal ein Link zu streevent.de. Und dann können Sie entweder direkt auf der Internetseite dabei bleiben. DVR Forum 2024 sehen Sie dann direkt in Ihrem Browser. Oder aber Sie ziehen sich die App auf Ihren Bildschirm. Bei mir, ich habe dieses Modell mit dem Apfel, heißt es dann zum Home-Bildschirm hinzufügen. Also Sie müssen die App nicht extra runterladen. Keine Sorge, das geht auch ganz einfach, wenn Sie es auf dieses Kästchen unten und dann zum Home-Bildschirm. Und dann sieht das so aus, dann können Sie einmal Name, Nachname und dann können Sie sich eben auch direkt an unserer Diskussion beteiligen. Wir wollen nämlich nicht nur Ihre Chatfragen und Ihre Fragen, die Sie hier im Saal haben, mit reinbringen, sondern wir haben auch Fragen an Sie. Es gibt nämlich unter Fragen und Chat auch die Option Umfrage und da stellen wir Ihnen jetzt folgende Frage. Hat jemand von Ihnen schon einmal erlebt, dass eine Freundin oder ein Freund nach einer Feier und Alkoholkonsum noch ans Steuer wollte? Jetzt ist die Frage, wie schnell Sie sich diese App runtergeladen haben. Ich finde sie wirklich sehr selbsterklärend. Agenda haben wir gesehen, also wir haben Agenda, Fragen und Chat, einmal auf Fragen und Chat. Und da müssen Sie dann auch die Umfrage sehen. Ja, nein, kann mich nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob das dann so gemeint ist, ob man selber zwei, drei Bierchen getrunken hat und es nicht mehr so genau weiß. Ja, nein, ich stimme mal auch mit ab. Und würde sagen, wir schließen so langsam die Umfrage, um uns anzugucken, was denn rausgekommen ist. Die Abstimmung ist beendet. Und das Ergebnis liegt bei 11% von Ihnen sagen nein, haben Sie noch nie erlebt. 5% sagen tatsächlich, kann mich nicht erinnern. Und 84% sagen ja. Ich habe es schon einmal erlebt, dass eine Freundin oder ein Freund nach einer Feier noch an Steuer wollte, obwohl er Alkohol getrunken hat. Und mit diesem vielsagenden Ergebnis übergebe ich jetzt an den Gastgeber heute Abend, an den Präsidenten des DVR, an Manfred Wirsch. Bin gespannt, ob Sie diese Frage überrascht hat, diese Antwort, oder ob Sie damit gerechnet haben. Ja, vielen Dank, Frau Oswald. Ob ich diese Frage anders beantwortet hätte, weiß ich nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle recht herzlich im Namen des Deutschen Verkehrssicherheitsrats hier zu unserem heutigen DVR-Forum begrüßen. Besonders begrüßen möchte ich natürlich den Herrn Abgeordneten Matthias Stein. Seien Sie herzlich willkommen. Und ich begrüße natürlich auch ganz herzlich alle Referentinnen und Referenten des heutigen Tages besonders. Meine Damen und Herren, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark vom Prinzip der Vernunft und der Verantwortung geprägt ist. Bei fast allen täglichen Aufgaben ist ein klarer Kopf gefragt. Trotzdem nehmen einige Menschen Substanzen zu sich, die die Leistung ihrer Sinne und ihres Verstandes beeinträchtigen, und zwar oft ganz freiwillig und bewusst. Manchmal geschieht dies aber auch eher unfreiwillig als unerwünschte Nebenwirkung eines Medikamentes. Aber ich finde, es gibt nun mal kein Handeln ohne Konsequenz und Verantwortung. Auch dafür, dass wir andere auch nur im Geringsten gefährden. Und damit sind wir bei der Verkehrssicherheit, unserem originären Thema im Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Im Jahr 2022 wurden bei Unfällen unter Alkoholeinfluss 242 Menschen getötet und mehr als 20.000 Menschen verletzt. Das ist die Grenze, ab der man nicht mehr
von einer Kleinstadt, sondern von einer mittelgroßen Stadt spricht. Jetzt haben Sie eine Vorstellung davor, meine Damen und Herren, wie viele Menschen verletzt werden, oft mit lebenslangen Folgen. Und das nur, weil jemand nicht die simple Entscheidung getroffen hat, sein Auto stehen zu lassen. Völlig zu Recht fordern wir im DVR deshalb seit 2011 ein absolutes Alkoholverbot. Übrigens damals auch in den eigenen Reihen nicht ohne kritische Stimmen. Diese Forderung war Ausdruck einer positiven Entwicklung unserer Gesellschaft. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass es früher als Kavaliersdelikt galt, nach mehreren Glas Bier oder Wein noch Auto zu fahren. Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist heute, nach meiner persönlichen Einschätzung, ja, kann man sagen, deutlich stärker verpönt oder gesellschaftlich doch stärker geächtet als vor 20 oder 30 Jahren. Die Umfrage, die wir eben gehört haben, lässt leider etwas anderes vermuten, je nachdem, wie repräsentativ diese Ergebnisse zu betrachten sind. Auch das absolute Alkoholverbot für Fahranfängerinnen und Fahranfänger trägt dazu bei, den Grundsatz Don't Drink and Drive langfristig immer selbstverständlicher zu machen. Wir sehen also oder meinen zu sehen, die Einstellung in der Gesellschaft kann sich verändern und nach unserer Auffassung ist das auch ein wunderbares Beispiel, dass Prävention eine Wirkung entfalten kann. In den letzten Monaten allerdings hat Cannabis mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen als die Droge Alkohol. Der Konsum von Cannabis ist nun legal. Ich hätte es nicht gebraucht. Aber wir haben es jetzt. Und jetzt geht es darum, meine Damen und Herren, dass dieses Projekt der Ampelkoalition keine Todesopfer und erhöhte Unfallzahlen nach sich zieht. Das ist unser Ziel. Und deshalb müssen wir auch heute ganz nüchtern und unaufgeregt darüber sprechen. Die Fahrtüchtigkeit wird jedoch nicht nur durch den Konsum von Alkohol und Cannabis beeinträchtigt. Ich habe dies eingangs schon erwähnt. Auch die Einnahme von Medikamenten beeinträchtigt die Fahrtüchtigkeit. Nach meiner Auffassung wird dieses Thema auch viel zu wenig beachtet. Unsere Gesellschaft wird älter und einige im Saal können sicher bestätigen, dass mit dem Alter die Pillendose voller wird. Wissen Sie, wie sich die Medikamente, die Sie gelegentlich oder regelmäßig einnehmen, allein oder in Kombination jenseits der erwünschten Wirkung auswirken? Auf Englisch heißen Medikamente übrigens Drugs. Vielleicht ist das auch für die Verkehrssicherheit ein ganz guter Hinweis, den wir ernster nehmen sollten. Meine Damen und Herren, ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Um sicher zu fahren, braucht man einen klaren Kopf. Und ganz im Sinne unserer neuen, einfachen, plakativen Werbebotschaften bleibe ich bei dem Anspruch, wer trinkt, fährt nicht, wer kifft, fährt nicht, wer andere Drogen nimmt, fährt auch nicht. Und wer Medikamente nimmt, liest den Beipackzettel und fragt den Arzt, die Ärztin oder den Apotheker. Das ist nicht uncool oder spießig, meine Damen und Herren. Das entscheidet letztendlich über Leben und Tod. Ich wünsche uns allen spannende Impulse heute und einen guten Austausch beim DVR-Forum 2024. Danke. Herzlichen Dank an Manfred Wirsch, Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats. Und unser nächster Gast ist in seiner Heimat Kiel sehr, sehr gern mit dem roten Lastenrad unterwegs. Und auch hier in Berlin als Bundestagsabgeordneter legt er fast jeden Weg mit dem Fahrrad zurück. In den letzten Wochen und Monaten musste er sich dann aber eben doch mit dem Thema Verkehrssicherheit vor allen Dingen hinterm Steuer, also im Auto, beschäftigen. Und zwar als Mitglied im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages und als Berichterstatter für Verkehrssicherheit und Radverkehr für die SPD-Bundestagsfraktion. Und er sagt, es kann jetzt polarisieren. Die Debatte zuletzt hätte ein Level der Aufregung erreicht, als ob seit der Teillegalisierung die halbe Republik mit Joint am Lenkrad sitzen würde.
Dem sei eben nicht so. Die Erhöhung des THC-Grenzwerts ist für ihn nicht unverantwortlich. Warum, das wird er uns mit Sicherheit jetzt erklären. Herzlich willkommen, Matthias Stein. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Die Moderatorin, Herr Wirsch, viele Kollegen aus dem Bereich der Verkehrssicherheit sind da. Und dann fange ich auch mal gleich an mit dem Thema Cannabis und Grenzwerte. Wir haben lange um dieses Thema gerungen. Es ist nicht gleich mit der Legalisierung gekommen. Wir haben uns in der Politik sehr schwer getan, auch damit, weil wir ja Experten haben. Und wie es mit Experten so ist, es gibt immer unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema. Aber die Breite der Wissenschaft sagt, Cannabis hat einen anderen Nachweiswert, als das Alkohol betrifft. Das heißt, die Abbaurate dessen, was man im Körper, im Blut hat, geht am Ende langsamer vonstatten, als das bei Alkohol ist. Und wir haben dort dann keine Einschränkungen mehr zu sehen. Und deshalb war die Mehrheit der Experten, die gesagt haben, wir bewegen uns mit 3,5 Nanogramm in einem Bereich, der gut ist. Es gab viele andere aus der Szenerie derjenigen, die Lobbyisten im Sinne von Cannabis und Hanf sind, die deutlich höhere Werte gefordert haben. Das muss man an dieser Stelle sehen. Und ich glaube, das war richtig und verantwortbar. Und am Ende glaube ich auch, dass was die Opposition, die CDU, CSU dort aufgeführt hat, die uns teilweise unterstellt hat, wir würden einen Wert wählen, wo man sich dann abends wie beim Alkohol da rinan rauchen kann an diesen Grenzwert, das heißt irgendwie herankiffen kann an diesen Grenzwert, der muss ehrlicherweise sagen, wer also abends um 20 Uhr dann ein Joint mit entsprechender Dosis, die einen dann benebelt, der kann sich dann nicht irgendwie um 21 oder um 22 Uhr dann wieder ans Steuer setzen. Die Experten haben uns gesagt, ungefähr vom Wertmaßstab sind das 0,2 Nanogramm. Und es waren auch ein Koalitionspartner von uns, die Grünen waren auch sehr skeptisch, was die Frage der besonderen Regelung für Fahranfänger anbelangt mit einem Nanogramm. Denn das muss man ehrlicherweise sagen, man kann dann Fahranfängern nicht raten, dass sie überhaupt Cannabis konsumieren, sondern die Pause muss dann länger sein bei diesem Nachweiswert von einem Nanogramm. Aber ich glaube, gerade in dieser aufgeregten Situation, wo man dann sagt, naja, die Hälfte der Republik würde jetzt angestachelt von der überzeugenden Leistung der Ampel zum Joint greifen, das ist nicht so. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so, dass es nur ein Nischenthema ist. Wir haben ungefähr 4,5 Millionen Menschen, die im Jahr Cannabis konsumieren. Wahrscheinlich haben ungefähr 3,5 Millionen davon einen Führerschein. Das heißt, es muss verantwortbar sein. Und ich finde, das, was jetzt hier gemacht wird, mit der Kampagne zu sagen, Kiffen und Fahren geht nicht, ist richtig und das sollte man dann auch weiter nach draußen tragen. Nicht abends einen Joint rauchen, 3 Stunden warten und dann ans Steuer gehen, das geht nicht. Da muss deutlich mehr Zeit vergehen. Ich komme noch vielleicht einmal auch noch mal zur Einordnung. Wir wollen ja alle die Vision Zero haben. Und wenn man sieht, wo wir in den 70er, in den 80er und 90er Jahren hergekommen sind, dann ist sehr, sehr viel erreicht worden. Wir haben die Unfälle sehr drastisch reduziert. Auch die, wenn wir von diesen 200 Verkehrstoten, wie Herr Wirsch eben gesprochen hat, die sicherlich tragisch sind. Aber wir hatten in den Jahren, in den 70er Jahren, Tausende von Menschen, die im Straßenverkehr auch wegen Alkohol ums Leben gekommen sind. Und wir müssen uns auch zugestehen, dass wir auch viele andere Gründe haben, die dazu führen, dass Menschen im Verkehr ums Leben kommen. Und ich finde es richtig und gut, dass der DVR dort ganz viel tut. Und jetzt will ich noch mal zum Thema Alkohol, weil wir haben ja eben auch den Grenzwert gehabt und dass die Beschlussfassung des DVR, das ja noch keine Gesetzeskraft hat, mit dem Thema strengere Grenzwerte beim Alkohol. Ich glaube, dass das an dieser Stelle auch sinnvoll ist, wenn wir gleiche Maßstäbe haben, dass wir eine Debatte drum brauchen, dass wir beim Alkohol auch diesen Grenzwert senken. Weil es ist in der Tat so, dass manche Menschen sich sozusagen an diesen Wert herantrinken. Und das ist eine sehr ungesunde Entwicklung. Wir müssen wissen, zumindest das, was statistisch erfasst ist,
haben wir 85% dieser ganzen Drogensachen sind Alkohol. Das heißt, Alkohol ist das zentrale Element, was es in der Gesellschaft aufzugreifen gibt. Und wir haben da, glaube ich, viel zu tun, auch mit dem Bundesdrogenbeauftragten, weil wir müssen gucken, dass dieses allgemein akzeptierte Droge, Alkohol, tatsächlich oft die schlimmeren Folgen an vielen Stellen hat. Und ich glaube, dass wir auch beim Thema Fahrrad darüber reden müssen, dass wir dort niedrigere Grenzwerte bekommen. Wir haben 1,6. Ich hatte jetzt eine Debatte gehabt mit einem Jungsozialisten am Wochenende, der die tollkühne These vertreten hat, wir müssten diesen Wert noch erhöhen. Das hat ein großes Streitgespräch geführt, weil er wollte, dass die Teilhabe von jungen Menschen größer ist und er wolle, dass dies verhindert sei, dass die dann ins Auto steigen. Ich glaube, da ist er an dieser Stelle falsch gewickelt. Wir müssen auch dort gucken, ob wir diese Grenzwerte senken. Und wir müssen viele Maßnahmen, die der Verkehrssicherheit dienen, wie das begleitete Fahren ab 16 aufgreifen. Und vielleicht müssten wir im Jugendschutz, denn da gibt es auch etwas, das begleitete Trinken ab 14. Und der Bundesbeauftragte für Drogenfragen in der Bundesregierung hat gefordert, dass wir vielleicht das begleitete Trinken einstellen und dafür vielleicht in der EU auch das Durchsetzen, das begleitete Fahren. Denn das hat gezeigt, dass wir wirklich einen Mehrwert bekommen im Thema Verkehrssicherheit. Vielen Dank. Herr Stein, Sie bleiben noch einen Moment an meiner Seite. Sie können gerne an dem Pult bleiben mit dem Mikrofon, was Sie da haben. Für Sie gerne noch mal die Aufforderung, Ihre Fragen zu stellen, gerne bei uns im Chat, dann werden wir die hier auch in die Runde reinreichen oder auch hier, wenn Sie Fragen haben. Die Gelegenheit ist gleich dafür da. Ich lege aber einmal los. Sie haben die Debatte schon angesprochen rund um das Thema Cannabis. Machen wir uns da die richtigen Sorgen oder ist Ihrer Meinung nach Alkohol eher das größere Problem am Steuer? Also ich glaube, wir müssen uns über beide Dinge Probleme machen. Also zahlenmäßig ist, glaube ich, das Thema Alkohol spielt eine größere Rolle. Wir haben zwar diese 3,5 oder 4,5 Millionen Menschen, die Cannabis konsumieren. Und es kann natürlich auch sein, dass durch die Legalisierung nochmal ein Tick mehr kommt. Aber ich glaube, am Ende ist es so, dass Alkohol wahrscheinlich immer noch die dominierende Spielart wird. Und dass wir uns dort viel stärker auch noch mal mit auseinandersetzen müssen. Aber wir sollten beim Thema Cannabis halt weiter wachsam sein, das evaluieren, auch der Polizeibehörden mehr Möglichkeiten und Dinge, das nachzumessen, auch zu geben. Das ist, glaube ich, wichtig. Glauben Sie denn, dass die Information aktuell ausreicht? Ich habe gesagt, den Beschluss jetzt mit der Erhöhung des Grenzwertes, was Cannabis betrifft, wurde in der vergangenen Woche nun beschlossen. Wir alle wissen darüber natürlich Bescheid, sind ja auch viele Experten aus diesen Themenfeldern hier. Aber braucht es da nicht noch mehr Informationen, insbesondere auch für die Bevölkerung, für die das ja jetzt auch neu ist? Cannabis ist legalisiert, was darf ich jetzt, was darf ich eigentlich nicht? Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dies zu tun. Nun ist die Information der Bevölkerung nicht ganz so einfach. Also ich sage das als Politiker bewusst. Das ändert sich dann gerade bei jungen Leuten. Ist jetzt TikTok angesagt, Facebook schon wieder was für Großeltern sozusagen. Das ist nicht so einfach und die öffentlich-rechtlichen Medien hat auch nicht so die Breite. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass man überall Kampagnen macht. Und ich bin auch froh, ich habe mich neulich unterhalten mit dem Dachverband eines Cannabis-Clubs, dass die dieses Thema auch sehr ernst nehmen, dass sie das auch in ihren eigenen Bereich aufklären wollen, dass es nicht angehen kann, du kannst abends eine Party machen, Joint rauchen und dann ans Auto steigen. Das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich die Wirkungen dieser unterschiedlichen Drogen sind auch sehr unterschiedlich und die Situationen sind sehr unterschiedlich. Und ich glaube, da muss man noch mal stärker auch die Lebensrealität. Ich glaube, gerade bei Älteren ist oft das Problem, gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Augenarztuntersuchung hat und man hat aber nicht die Möglichkeit, dorthin zu kommen, dann kriegt man zwar die Ansage, man solle nicht Auto fahren, aber es gibt dann den einen oder anderen, der dann 3 oder 4 Stunden warten muss auf dem ÖPNV, der dann trotzdem fährt. Das muss man aufarbeiten. Und ich glaube, Alkohol ist auch eine Droge, die sehr stark enthemmt, während Cannabis eine Droge ist, die sozusagen die Leute in andere Formen versetzt. Auch nicht besonders gut, aber uns haben auch Experten gesagt, dass der Antrieb, dann ins Auto zu steigen, geringer sei. Das müssen wir, glaube ich, noch mal auch wissenschaftlich gucken und evaluieren. Aber wir sollten trotzdem so eine Kampagne auch weiterführen und so breit wie möglich der DVR. Es ist gut, dass die Cannabis-Clubs das halt auch machen und dass sie sich auch einverstanden geklärt haben mit diesem Grenzwert, den wir jetzt festgelegt haben.
Jetzt haben ja gerade die Wahlergebnisse am Sonntag nach der Europawahl gezeigt, dass man wohl sehr wohl in den sozialen Netzwerken unterwegs sein sollte, eben auch bei TikTok. Reichen die finanziellen Mittel aus, die die Bundesregierung bereitstellt, um eben solche Kampagnen an den Start zu bringen? Naja, das ist denn die spannende Haushaltsfrage. Also ich glaube, mehr kann man immer tun. Aber die Frage wird halt sein, wie kriegen wir das jetzt tatsächlich in die Breite drin? Also wir werden sicherlich als Verkehrspolitiker, gerade die für Verkehrssicherheit stehen, werden natürlich auch dafür eintreten, dass es eine hinreichende Finanzierung gibt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so davon sozusagen die Zustimmung des Bundeshaushaltes abhängig mache. Und ich glaube, wir sind noch unterhalb des Milliardenbereiches in diesen Kampagnen. Aber ich glaube auch, dass die Zivilgesellschaft auch viel stärker gefordert ist und vielleicht auch die öffentlich-rechtlichen sozusagen Anstalten. Also wenn ich morgens dann immer mal das Radio höre, dann kriege ich immer die Blitzerwarnungen. Ich will jetzt kein neues Feld aufmachen, aber es wäre schon mal gut, wenn dann auch immer noch mal gerade abends vielleicht die Kampagne denkt dran, ne, wenn ihr euren Joint raucht, wenn ihr irgendwas trinkt, geht nicht ans Auto. Das wäre auch hilfreich. Haben Sie denn Fragen hier erstmal im Raum? Gerne einfach ein Handzeichen. Trauen Sie sich? Ansonsten frage ich, ob wir bereits Fragen aus dem Chat haben. Annette? Ja, sehr gerne. Hallo? Ja, es geht. Ich habe hier eine Frage, wie viele Verkehrstote durch Fahrradfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gibt es jährlich? Kann das schon jemand beantworten? Haben Sie da eine Antwort? Vielleicht holen wir diese Informationsfragen, recherchieren die noch einmal nach und liefern die dann natürlich auch im Chat direkt nach. Gibt es sonst noch Fragen hier im Raum? Da. Es kommt jemand zu Ihnen, dass wir Sie auch alle hören können und selbstverständlich auch im Livestream. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Somes. Ich arbeite an der Deutschen Hochschule der Polizei im Polizeitechnischen Institut. Und wir sind gerade dabei, eine technische Richtlinie für Drogenvortests zu erstellen. Und die Frage mal in Ihre Richtung, ob Sie eine Vorstellung haben, wie aussagekräftig solche Tests sind. Und zweitens, Sie hatten so einen Raum gestellt, dass die Politik momentan Möglichkeiten schaffen möchte, um den Kontrollerfolg, den Kontrolldruck der Polizei vielleicht ein Stück weit zu erhöhen oder zu unterstützen. Danke. Ja, also das haben wir mit den Experten erörtert. Im Moment ist ja der Bluttest maßgeblich, was ja immer sehr kompliziert ist und großer Aufwand ist, aber natürlich eine gute Diagnose darstellt. Uns wurde signalisiert, auch seitens der BAST und andere, dass sie noch nicht so weit sind mit der Frage der Spucktests, die natürlich auch einen ganz konkreten, schnellen Wert an dieser Stelle geben. Ich weiß, andere Länder machen das auch an diesem Punkt und ich weiß, dass das sicherlich ein relativ hoher Aufwand an dem Punkt ist, dass wir das auch so gut es geht unterstützen wollen, dass diese Kontrollen so unbürokratisch und so zielorientiert wie möglich an der Stelle stattfinden. Und das ist natürlich mit Bluttesten ein ernsthaftes Problem. Ich glaube, es gibt dann auch Urintests, wo das natürlich immer auch eine sehr schwierige Geschichte ist, das sozusagen auch mobil zu machen, das ein Problem darstellt. Aber besser wäre es halt, wenn wir künftig einen Weg finden würden. Aber da werden wir wahrscheinlich auch noch mal in der Frage der Evaluierung des Gesetzes und so weiter da noch mal reingehen wollen. Aber das konnten wir leider noch nicht durchsetzen. Aber die Mehrheit der Berichterstattenden fanden sozusagen diesen Weg eigentlich dem einfachsten. Frage beantwortet. Ja. Die Frage, Nachfrage ist, welchen Weg konkret? Ja. Um das mal ganz kurz noch zu umreißen. Wir haben aktuell als Testmedien Urin- und Speichertests, die qualitativ gerade verbessert werden sollen durch diese technische Richtlinie. Also wir wollen den Hersteller auch so ein Stück weit Qualitätskontrolle auferlegen und später dann auch über unabhängige Labore die Tests nochmal überprüfen lassen. Nichtsdestotrotz, es kommt dann auch auf die Stoffgruppe an, gibt es da erhebliche Schwankungsbreiten bei diesen Tests. Und zwar, man legt sich dann auf einen Cut-Off-Wert fest, ab wann dieser Test bestenfalls anzeigen soll. Und momentan ist es nicht möglich, diese Schwankungsbreite dieser Tests von plus minus 50% weiter runter zu regulieren. Das heißt, es ist tatsächlich nur
Der Punkt aufs I, wenn ein Polizeibeamter jemanden in der Kontrolle hat, es gibt dann die kognitiven Tests, wo man überprüft, ob der Auswehrerscheinungen hat, so Finger-Nase-Tests, auf einer Linie gehen, Zeitgefühl etc. Und ist das auffällig, geht es dann halt über in Richtung Urin- oder Speichertests. Ne? Die Urinproblematik auf der Straße muss ich niemandem beschreiben, dass es immer ein Problem ist. Und dann haben wir halt auch das Problem, dass Urin mal dick und dünnflüssiger ist, dass Speicher auch andere Konsistenzen hat von Mund zu Mund, sodass halt auch diese Schwankungen dieser Tests eigentlich nicht aus der Welt zu räumen sind. Und da gilt es halt aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, für die Zukunft Ideen zu entwickeln, wie man diese Schwankungen aus der Welt schafft. Und ein Ansatz wäre, das ist meine Meinung, der ist auch so ein Stück weit in der Forschung gerade was am Start, nenne ich es mal, Kapillarbluttests. Also das sind, da haben wir halt nicht das Problem umzurechnen, Urin zu Blut oder Speichel zu Blut, weil der Beweis in Deutschland ist ausschließlich über die Blutprobenanalyse zu erbringen. Und so ein Kapillarbluttest hätte halt den Vorteil, kann man relativ mit einem geringen Eingriff bestenfalls zukünftig irgendwann mal vor Ort erheben, entnehmen. Und man muss nicht mehr umrechnen. Also der Stoff, der im Blut ist, der wird auch im Blut nachgewiesen später oder bewiesen. Okay. Das wäre mein Ansatz, den zu verfolgen gilt. Und das wäre so meine Hoffnung, dass da vielleicht in dem Bereich was sich zukünftig entwickelt. Also das wäre wie bei Blutzucker diese... Ja, so in etwa, genau. Okay. Ein Bluttropfen, den könnte man auf der Straße nehmen, möglicherweise. Mhm. Zukunftsmusik, die Kompetenzen, wo Polizeibeamten erweitern oder aber in Richtung Freiwilligkeit und Plan B dann halt zur großen Blutprobenentnahme, wenn der Proband nicht mitmacht. Aber das ist Zukunftsmusik. Sage ich mal, aus dem medizinischen Bereich funktioniert das. In JVA werden diese Tests schon verwendet, um halt anstatt Urintests dort den Nachweis zu erbringen, ob dort konsumiert wird oder halt nicht. Mhm. Auch ein Stück weit im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Also ich höre raus, dass da noch so ein bisschen Gesprächsbedarf auch ist. Vielleicht später auch nochmal beim kleinen Get-Together zwischen Wissenschaft und Politik, wie es konkret dann eben in der Praxis umgesetzt werden kann. Ich bedanke mich an den Bundestagsabgeordneten Matthias Stein von der SPD. Danke. Kritik sind Sie wahrscheinlich gewohnt in Ihrer täglichen Arbeit und da können wir Sie jetzt auch in den nächsten Vorträgen nicht verschonen. Nämlich, es gibt Kritik, dass dieser neue Grenzwert zu hoch sei, das falsche Signal an die Konsumierenden. Und auch hier gibt es die Forderung einer größer angelegten bundesweiten Kampagne zur Aufklärung über die konkreten Gefahren. Dieser Meinung ist nämlich der Bund gegen Alkohol und Drogen am Steuer und sein Präsident war 15 Jahre lang leitender Oberstaatsanwalt. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Helmut Trentmann. Liebe Frau Oswald, lieber Herr Präsident, ich danke für die einführenden Worte und wir sind zwar erst am Anfang, aber wir sind im Grunde schon auf eine gewisse Temperatur gebracht. Und wenn ich vom Bund gegen Alkohol und Drogen hier sprechen darf, dann möchte ich zunächst mal sagen, dass ich mich herzlich bedanke dafür, dass der DVR eine solche Veranstaltung hier organisiert, ein solches Forum, wo die verschiedenen Gesichtspunkte eine Rolle spielen und genannt werden. Und als Präsident des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr habe ich natürlich eine gute Möglichkeit, jetzt unsere Position darzustellen. Natürlich ist für uns auch das Thema Alkohol ein gewohntes Thema, aber jetzt seit einiger Zeit und seit wenigen Tagen brennt es ja sozusagen unter den Nägeln im Punkto Cannabis und so weiter. 70 Jahre wir tätig im Dienste der Verkehrssicherheit und ich will es kurz machen. Es ist schon erwähnt worden, dass wir informieren müssen, dass wir aufklären müssen. Was wir 70 Jahre machen, in Tradition, bundesweit, in jedem Bundesland, in fast, allen Schulen in der Bundesrepublik nicht. Aber wir sind mit unseren Richtern, Richterinnen, Staatsanwältinnen, Amtsanwälten, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamtinnen flächendeckend unterwegs und klären auf. Und das wollen wir natürlich vermehrt jetzt tun, denn es ist wirklich dringend an der Zeit. Und das darf ich vorweg schon mal als Kritik sagen. Ein solches Gesetz einzuführen, ohne vorher
klipp und klar zu sagen, wie man die Bevölkerung aufklärt, welche Gefahren damit verbunden sind, nicht nur mit dem Konsum, sondern mit der Verbindung Konsum und Fahren. Das halte ich für fahrlässig. Schon seit unserer Gründung 1950 propagieren wir das auch heute schon mehrfach hier genannte Motto: Trinke nicht, wenn du fahren willst, fahre nicht, wenn du getrunken hast. 1950 hatten wir noch keinen Grund, auf Drogen zuzugehen, aber heute müssen wir diese Forderung ja mit aller Deutlichkeit erweitern. Don't kiff and drive. Aber besser gesagt, wer gekifft hat, fährt nicht. Denn wir wollen ja nicht unbedingt Alkohol und Cannabis total verdammen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Sondern wir sind für die Verkehrssicherheit zuständig. Wer gekifft hat, fährt nicht. Bei unserer Forderung nach einem klaren Kopf im Straßenverkehr dürfen eben aber auch Medikamente, wie Sie schon genannt haben, nicht unerwähnt bleiben. Eine Vielzahl von Medikamenten, auch von rezeptfreien, können die Fahreignung beeinträchtigen und zum Risikofaktor im Straßenverkehr werden. Zur Problematik Medikamente und Fahrtüchtigkeit hören wir später ja noch etwas an dieser Stelle. Hier nur kurz erwähnt, warum Alkohol und Drogen die Verkehrssicherheit dramatisch beeinflussen und warum es im Ganzen schlicht heißen muss, rauschfrei im Straßenverkehr. Bereits ab 0,3 Promille, wir wissen es im Grunde ja fast alle, lassen beim Alkohol Sehvermögen, besonders in der Dämmerung, Reaktionsfähigkeit und Bewegungskoordination nach. Vorhin war die Frage, wie das mit dem Alkohol war, ob man einen Freund kennt. Ich frage mich mal selbst. Als ich noch 18, 19 war, da wusste ich genau, Mann, das war ein bisschen vielleicht zu viel. Man merkt das sofort. Und ich bin dankbar für alles, was ich hier gelernt habe. Und für mich kommt nur in Betracht alkoholfrei, Drogen sowieso. Ab ca. 0,5 Promille Alkohol im Blut kommen vermehrt Fehleinschätzungen und der sogenannte Tunnelblick dazu. Bei Drogen, insbesondere bei Cannabis, aber auch bei unterschiedlichen Medikamenten kommt aufgrund ihrer häufig beruhigenden Wirkung ein deutlicher Abfall der Konzentrationsfähigkeit hinzu. Aber es gibt eben auch andere Medikamente, Stimulantien, und die können im Straßenverkehr lebensgefährlich werden. Von einem klaren Kopf kann deshalb bei Alkohol und Drogen selbst in kleiner Menge nicht gesprochen werden. Und die Verkehrstauglichkeit wird in jedem Fall in Mitleidenschaft gezogen. Meine Damen und Herren, wenn wir uns mit den aktuellen Herausforderungen für den Straßenverkehr beschäftigen, hierzu ein kleiner Blick in die Vergangenheit, auch das ist schon angedeutet worden, nur noch etwas konkreter. 1960 gab es in der alten Bundesrepublik bei 55 Millionen Einwohnern und 10,2 Millionen Kfz rund 990.000 Straßenverkehrsunfälle mit etwa 14.000 Toten und fast 455.000 Verletzten. Der prozentuale Anteil der Alkoholopfer im Straßenverkehr lag bei über 20%. Das heißt, etwa jedes fünfte Opfer war ein Alkoholopfer. Die Grenze absoluter Fahruntüchtigkeit lag über 1,3 Promille und wurde erst 1966 vom BGH auf diesen Wert festgelegt und später auf den jetzigen Wert von 1,1 Promille gesenkt. Seit den 60er Jahren, und das wissen wir alle, hat sich Gott sei Dank einiges getan. Und vieles ist erreicht, aber es besteht kein Grund zur Entwarnung. Insbesondere deshalb nicht, weil die Tendenz rauschbedingter Unfälle aktuell nach oben zeigt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts hat sich die Zahl der Unfälle, bei denen mindestens eine beteiligte Person alkoholisiert war, im Jahr 2022 auf 38.771 und damit um 19,5% im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Zahl der alkoholbedingten Verkehrstoten ist sogar um 46,7% gestiegen, wenngleich die absolute Zahl natürlich viel niedriger ist, als wir es früher
hatten. Aber die Steigerung ist das Problem. Bereits seit Jahren steigt insbesondere die Zahl der Drogendelikte im Straßenverkehr. 2022 haben die Unfälle mit Personenschaden unter dem Einfluss von Drogen um 14,3% zugenommen. Und, das wissen wir alle, wir müssen von einer enorm hohen Dunkelziffer ausgehen. Diese Steigerung mag natürlich auch einen Corona-Effekt haben. Da streiten sich die Experten darüber, wie sehr der Einfluss ist. Aber er erklärt die signifikante Steigerung mit Sicherheit nicht. Statistik und polizeiliche Praxis zeigen aber auch, dass Unfälle, in denen Rauschmittel eine Rolle spielen, besonders schwerwiegende Folgen haben und prozentual mehr Tote und Schwerverletzte als bei anderen Ursachen zu beklagen sind. Dies kommt nicht zuletzt daher, dass der Cannabiskonsum bei jungen Menschen in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat und die Anzahl an mischintoxikierten Verkehrsteilnehmern gestiegen ist. Sorge bereiten auch neue Drogenarten, die immer mehr unseren Markt überschwemmen, wie Lachgas, das Halluzinogen LSD, das man im Verkaufsautomat bekommt, und das halbsynthetische Cannabinoid HHC. Das habe ich alles gelernt. Diese Umstände, Zahlen und traurigen Fakten stoßen heute auf eine Verkehrsdichte, die mit den früheren Zeiten nicht vergleichbar ist. Inzwischen haben wir in Deutschland mehr als 67 Millionen zugelassene Fahrzeuge. Also im Vergleich zu 1960 eine Steigerung um das Sechsfache. Auf unseren Autobahnen schlängeln sich Lkw inzwischen auf zwei Spuren. Hinzu kommen neue Fahrzeuge wie E-Scooter, Segways, Pedelecs und E-Bikes mit spezifischen Gefahrenquellen. Auf dem Weg zum autonomen Fahren, auch eine ganz besondere Geschichte. Auf dem Weg zum autonomen Fahren werden die Fahrzeuge heute mit zahlreichen Assistenzsystemen ausgestattet. Und die Automobilindustrie wirbt für entspanntes Fahren. Wer einmal getestet hat, der weiß, der Fahrer muss jederzeit und blitzschnell zur Übernahme der Herrschaft bereit sein. Jede Verlangsamung der Reaktion erhöht hier das Gefahrenpotenzial. Fazit: Nach vielen Jahren stets sinkender Unfallzahlen und Unfallopfer sehen wir uns einer wachsenden Verkehrsdichte und einer insbesondere auch drogenbedingten Unfallproblematik ausgesetzt. Gemeinsam, und auch das ist schon erwähnt worden, sprechen sich DVR, Verkehrswacht, die Bundesanstalt für das Straßenwesen, die BAST, und der BADS, der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, ausdrücklich für ein absolutes Drogen- und Alkoholverbot am Steuer aus. Deshalb gibt es nur eine klare Botschaft: Nüchtern fahren, um der Herausforderung wirksam zu begegnen. Dem entspricht die aktuelle Regelung im Paragraphen 24a mit 0,5 Promille nicht. Das bis zum letzten Donnerstag geltende Cannabisverbot am Steuer war dem gegenüber eine klare Aussage. Wie bekannt hat der Bundestag am 06.06.2024 einen neuen Cannabis-Grenzwert im Straßenverkehr beschlossen. Ein Weg in die falsche Richtung, Herr Stein. Dies ist das falsche Signal, wie wir meinen. Aus unserer Sicht wäre vielmehr auch die strikte Trennung von Trinken und Fahren die richtige Antwort auf die Herausforderungen des Straßenverkehrs und die gebotene Ausformung des Leitbildes der Vision Zero. Das Leitbild ist das Leitbild unserer Bundesregierung. Dem neuen Cannabis-Grenzwert im Straßenverkehr steht der BADS schon deshalb kritisch gegenüber, weil die wissenschaftliche Basis des neuen Grenzwerts bezweifelt wird. Als Basis diente lediglich eine wissenschaftliche Studie. Und ich darf Sie bitten, hier auf unserer Homepage nachzulesen, die Ausführungen von Professor Daldrup, unserem Experten, dem Leuchtturm in dieser Profession. Die Festlegung auf den beschlossenen Wert gleicht eher einem politisch und gesellschaftlich akzeptierten Kompromiss und ist unter den genannten Aspekten ein Sicherheitsrisiko. Die von der Expertengruppe vorgenommene Abwägung, und nun das bitte ich, dass man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass der Risikoeintritt möglich, jedoch nicht wahrscheinlich, aber auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, zeigt, auf welch dünnem Eis wir uns bewegen. Soweit
Soweit neben dem Grenzwert Speicheltests als Vortests beschlossen wurden, ist dies aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Aber einfach ist es nicht, das haben wir ja schon gehört. Und wir müssen da natürlich vorangehen, wenn wir von den gesetzlichen Regelungen ausgehen, um die Fahrerinnen und Fahrer, die akut unter der Wirkung des Rauschmittels stehen, besser identifizieren zu können. Denn wir wissen, der Abbau lässt sich nicht genau berechnen wie beim Alkohol. Es gibt da Riesenunterschiede. Positiv zu bewerten ist insbesondere auch, dass für Fahranfänger weiterhin analog zum Alkohol ein absolutes Cannabisverbot und die Sanktionierung von Mischkonsum von Cannabis und Alkohol festgelegt wurde. Der Mischkonsum, ein Riesengefährdungspotenzial. Und ich sage nur mal so, die Leute, die heute Cannabis rauchen und sich da auskennen, die trinken erstmal ein paar Bierchen und wollen die Fahne haben und dann wird gepustet. Und man bleibt unter 0,5 und damit hat sich die Sache vielfach. Es gibt andere Fälle, aber ein Potenzial von Gefahren lauert da. Darüber hinaus bedarf es meines Erachtens jetzt ganz dringend einer intensiven und breiten Präventionskampagne, welche die Bevölkerung über die Risiken und möglichen Folgen von Fahrten unter dem Einfluss von Cannabis aufklärt. Ein Konsument kann im Gegensatz zu Alkohol gar nicht einschätzen, welche THC-Konzentration sich in seinem Blut befindet. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Im Ganzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt noch viel zu tun. Packen wir es gemeinsam weiter und mehr denn je intensiv an. Es gibt nur eine Devise, und die haben Sie hier benannt. Klarer Kopf und rauschfrei im Straßenverkehr. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön, Herr Trentmann. Bleiben Sie auch noch für ein, zwei Fragen an meiner Seite. Sie haben viele Zahlen genannt, die hinter denen ja auch erschreckende Schicksale stecken. Wen müsste man denn damit Ihrer Meinung nach konfrontieren, mit diesen Zahlen und mit den Schicksalen dahinter, damit sich etwas verbessert? Denn wenn ich Sie richtig verstanden habe, empfinden Sie das gerade eher so ein bisschen wie eine Rolle rückwärts alles. Also die Zahlen sind natürlich wichtig und das darf ich gleich an dieser Stelle sagen. Es gibt heftige Kritik an Destatis, denn die Fachleute sagen, wir haben im Moment nicht mehr genügend Zahlenmaterial, um zu unterscheiden die verschiedenen Probleme, die wir haben. Daran wird angeblich gearbeitet, aber wir müssen ganz dringend natürlich ein gut basiertes Zahlenmaterial haben und dann in die Bevölkerung gehen. Und da sind die Schulen, und zwar die Allgemeinbildenden, da sind die Berufsschulen, da sind die Fahrschulen, da ist die Bundeswehr. Und da gibt es so viele Bereiche, wo aufgeklärt werden muss und wo natürlich, insbesondere jetzt, wenn es um Cannabis geht, dieses Besondere, das Cannabis darstellt. Ich habe mal gehört, Alkohol, was macht ihr eigentlich im BADS? Es weiß doch jeder, dass man nicht saufen darf und fahren darf. Na, hier geht es noch um mehr beim Cannabis. Eine unbekannte Wirkung. Und wir haben uns ja, das eine oder andere haben wir schon gehört. Und die Wissenschaftler streiten sich ja auch. Die Grenzwertkommission war sich nicht einig. Dann hat das Bundesministerium für Verkehr hat eine Expertenkommission eingerichtet. Auf dem Verkehrsgerichtstag ist darüber gesprochen worden. Und letztlich blieb immer ein Zweifel. Und was macht man im Zweifel? Bei Gericht, ich war ja lange da, im Zweifel für den Angeklagten. Und im Zweifel würde das hier bedeuten, wir müssen es so lassen. Ich will deutlich sagen, Alkohol und Cannabis verteufeln wir nicht grundsätzlich. Damit möchte ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen jetzt. Aber hier gibt es genug Gründe, um nicht das zu machen, was hier jetzt politisch entschieden ist. Und da muss man sagen, gibt es gute Gründe dafür zu sagen, wo Gefahren lauern, lassen wir die Finger davon. Gehen wir davon aus, was Herr Stein sagt, und ich gehöre ja zu den Experten, weil ich einen Arbeitskreis in Goslar geführt habe zu diesem Thema. Gehen wir davon aus, der Wert von 1 Nanogramm Milliliter im Blut ist möglicherweise ein großes Problem, weil wir damit viele zur Rechenschaft ziehen, die unschuldig sind, weil die Wirkung gar nicht mehr da ist. Aber keiner weiß es. Keiner weiß es. Und
Jetzt zu sagen, wir erhöhen, richtig wäre es zu sagen, um sicher zu sein, müssen wir die 0,5 auf den. Das freut mich, dass Sie das gesagt haben, Herr Stein. Darüber müssen wir nachdenken, ob wir nicht diese strikte Regelung, die wir alle, Herr Wirsch, wir vom DVR, von der Verkehrswacht, wir fordern das doch. Und da muss man jetzt gerade in dieser Zeit drüber nachdenken. Ist es nicht jetzt angebracht? Einen besseren Zeitpunkt gibt es ja gar nicht. Helmut Rentmann, vielen Dank für Ihren Impuls, für Ihre Meinung. Es liefert genug Stoff für Diskussionen im Nachhinein. Dankeschön. Und Sie haben mehr Zahlen gefordert. Sie bekommen mehr Zahlen. Denn es gibt Schlüsselkennzahlen, die wurden jetzt zum allerersten Mal auch zu Alkohol im Straßenverkehr erhoben. Und das ist eine Forderung aus Brüssel. Es ist eine europäische Initiative. Auch Deutschland wurde aufgefordert, hier Zahlen zu liefern. Und das wurde getan im Auftrag der Bundesanstalt für Straßenwesen. Und zwar unter anderem von Dr. Walter Funk, Leiter des Forschungsbereichs MOVE. Das bedeutet Mobilitäts- und Verkehrssicherheitsforschung am Institut für empirische Soziologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und er ist sich bewusst, das ist die längste Beschreibung ist des heutigen Abends. Herzlich willkommen. Ja, hallo meine Damen und Herren. Oder eigentlich muss ich ja sagen, ein herzliches Grüß Gott aus Nürnberg. Ich darf Ihnen heute berichten aus einem BAST-Projekt. Und wie schon gesagt wurde, ja, es wird einige Zahlen geben. Zunächst mal, ja, ist das Thema Prävention von Alkoholunfällen überhaupt noch relevant? Die Prävention von Alkoholunfällen, wir haben es schon gehört, ist eine richtige Erfolgsgeschichte, wenn man auf die letzten Jahrzehnte blickt. Eine deutliche Senkung der Unfälle, eine deutliche Senkung der Getöteten. Aber die Relevanz von Präventionsanstrengungen, die erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Die empirischen Befunde sind klar. Es gibt keine Mindestmenge an Alkohol, die sich nicht auf das Verhalten auswirkt und damit auch auf das Fahrverhalten. Zwar sind nur 1,6% aller aufgenommenen Straßenverkehrsunfälle auf den Einfluss berauschender Mittel zurückzuführen, aber für mehr als jeden 20. Unfall mit Personenschaden ist Alkohol ein Unfallgrund. Da haben wir es. Wenn man nun auf die besondere Unfallschwere guckt, dann wird es noch schlimmer. Über 6% der Unfalltoten geht auf Alkoholunfälle zurück. Und wenn man sich bestimmte Tageszeiten anguckt, dann sieht man, dass nachts mehr als jeder vierte Personenschadensunfall ein Alkoholunfall ist. Also, Alkohol bleibt ein Verkehrssicherheitsproblem, aber damit rückt die wissenschaftliche Beobachtung in den Mittelpunkt, zumindest für mich, um überhaupt zu wissen, was kann da an Prävention noch geleistet werden. Wie sieht es aus bei der Berichterstattung über Alkohol, über Verkehrssicherheit generell zuerst mal? Zunächst mal das Problem aus meiner Sicht: Es ist ein reines Zählen von Unfällen, ohne Verbindung zum tatsächlichen Verkehrsgeschehen. Und dabei noch die Frage, welche Unfälle werden denn gezählt? Wir hatten eben schon die Begriffe Hellfeld, Dunkelfeld. Das bisherige Reporting ist eine Unfallberichterstattung. Also die Daten werden erhoben, nachdem etwas passiert ist. Das ist ein Worst-Case-Szenario, oder? Dieser Unfall ist ein sogenannter Lagging Indicator, der kommt nachdem etwas passiert ist. Es bleibt im Dunkeln, wie der Unfall zustande kam. Und seit der Jahrtausendwende gibt es in Deutschland keine wissenschaftliche Erhebung, die uns irgendwas sagt über die Prävalenz des Fahrens unter Alkohol. Also wie viele Leute da draußen im Moment in einem sogenannten zeitlichen Querschnitt alkoholisiert unterwegs sind. Und hier greifen nun diese Schlüsselkennzahlen, die Verkehrssicherheitsindikatoren oder neudeutsch Key Performance Indicators, Safety Performance Indicators. Die machen nämlich einen Schwenk von der Unfallberichterstattung hin zur Beschreibung des tatsächlichen Verkehrsgeschehens. Die greifen früher, die erheben das Verkehrsgeschehen, bevor möglicherweise etwas passiert. Und dazu wurde in der EU ein
Projekt Baseline gestartet, das 8 solcher Key Performance Indicators definierte. Das ging nicht nur ums menschliche Verhalten, sondern auch fahrzeugbezogene und fahrbahnbezogene. Und unser Institut hat im Auftrag der BAST für 2 dieser KPIs, nämlich einerseits Alkohol und zum anderen Ablenkung durch Smartphone-Nutzung, Key Performance Indicators entwickelt und erstmalig angewendet. Heute beschränke ich mich auf Alkohol. Wie kann man Alkohol erheben? So eine Best Practice ist, die Polizei steht am Straßenrand und zieht zufällig, wohlgemerkt zufällig, Pkw aus dem Verkehr. Man kann systematisch messen, man hat Ortszeitangaben und natürlich die Möglichkeit, mit dem Atemalkoholtest hier eine richtige Systematik reinzukriegen. Aber das ist in Deutschland nicht erlaubt. In Deutschland dürfen nur anlassbezogene Alkoholkontrollen durchgeführt werden. Was macht die Wissenschaft? Die Wissenschaft, die befragt. Da gibt es dann eine Methode, die versucht, eine sogenannte Periodenprävalenz zu erheben, indem sie fragt, wie oft sind Sie in den alternativ letzten 30 Tagen, alternativ letzten 12 Monaten gefahren, nachdem Sie Alkohol getrunken hatten. Das ist sehr, sehr unbestimmt und auch die Antworten nie, selten etc., das bringt uns nicht weiter. Wir wollten einen anderen Weg gehen und haben uns auf die sogenannte fahrtenbasierte Prävalenz konzentriert. Wir wollten eine zufällig ausgewählte Fahrt nehmen und wissen, ob die unter Alkohol oder nüchtern gefahren wurde. Das ist, ich werde es im weiteren Verlauf noch erzählen, die beste Näherung zur Best Practice, zum Roadside Survey. Wie wir vorgegangen sind, komme ich gleich zu. Jetzt wird es wissenschaftlich, sogenannte Grundgesamtheit. Auf wen wollen wir unsere Ergebnisse beziehen? Auf alle Personen 18 Jahren, die in den letzten 30 Tagen als Fahrer eines Pkw oder motorisierten Zweirads unterwegs waren. Die Erhebungsmethode war eine Befragung, eine Online-Befragung, das heißt, die Personen geben selber Auskunft. Online hat einerseits den Vorteil, dass er eine Distanz schafft. Eine Distanz. Es ist was anderes, ob der Interviewer persönlich vor Ihnen steht und Sie was fragt oder ob Sie das an einem technischen System, am Handy oder am Computer eingeben. Und gerade bei so sensiblen Fragen wie zu Alkohol kommt uns das sehr entgegen, dass hier diese Distanz aufgebaut werden kann. Trotzdem ist es keine Zufallsauswahl, sondern diese Befragten, die sind in einem sogenannten Online Access Panel, das heißt, die haben sich bereit erklärt, an Befragungen mitzumachen. Diese Panels haben mehrere hunderttausend Mitglieder und da werden dann die Stichproben draus gezogen. Wir haben unser Vorgehen getestet in einem sogenannten Vortest, Pretest mit über 600 Teilnehmenden und die Hauptuntersuchung war mit über 5000 Befragten. Nach der Datenbereinigung blieben etwas über 4700 in der Stichprobe. Die Daten wurden außerdem noch gewichtet nach Personen ab 18 mit Führerscheinbesitz. Wie haben wir denn das jetzt gemacht mit dieser zufälligen Fahrt? Wir haben zunächst gefragt, an welchem der letzten 7 Tage die Fahrer mit dem Auto gefahren sind. Wenn das mehrere Tage waren, wurde von dem Fragenprogramm zufällig ein Tag rausgezogen. Zu diesem Tag haben wir gefragt, wie viele Fahrten haben Sie denn gemacht, beziehungsweise welche Fahrten haben Sie denn gemacht, wir haben Uhrzeiten abgefragt. Und da haben wir wieder eine zufällig rausgezogen. Und die Fahrt, die nach dem doppelten Zufallsprinzip hier rausgezogen wurde, zu der haben wir dann Details gefragt, Zeitpunkt, Dauer, Zielort und unter für uns zentral, aber für die Befragten ein bisschen versteckt, ist DUIA, Driving Under the Influence of Alcohol. So, was haben wir da gekriegt? Von den knapp 4.450 Befragten, die zu einer zufällig ausgewählten Fahrt in den letzten 7 Tagen Antworten gegeben haben, haben nur 30 gesagt, dass sie bei dieser zufälligen Fahrt Alkohol vorher getrunken hatten und in der Selbsteinschätzung hatten 13 davon, also eine knappe Minderheit, gesagt, ja, sie denken schon, dass sie dabei über dem Grenzwert waren.
Wir haben das Ganze auch noch für motorisierte Zweiräder erfragt. Sie sehen, es waren deutlich weniger an N, also fallzahlenmäßig weniger. Deswegen wird die statistische Aussage da auch sehr unsicher und ich werde demnächst in den weiteren Ausführungen über die motorisierten Zweiräder auch nichts weiter sagen. Das ist zuerst mal unsere Ausgangsposition, 30 Personen. Aber das ist nicht der KPI, denn der KPI sind ja die, der KPI hier kommt da, wie er definiert ist, der KPI ist positiv formuliert, nämlich als Anteil der Fahrenden, die sich hinsichtlich Alkohol regelkonform verhalten, also die entweder völlig nüchtern fahren oder nach ihrer eigenen Einschätzung innerhalb der erlaubten Grenzen fahren. Und durch die Grundlage, wie ich sie kurz erklärt habe, mit diesem doppelten Zufallsprinzip, kommen wir sehr nahe an das, was wir einfach als Momentaufnahme bezeichnen können, so wie wir es hätten, wenn wir im Straßenverkehr, im Roadside Survey, die Fahrzeuge rausziehen könnten. Also, die nächsten Zahlen dann, die Nüchternen und die, die glauben, innerhalb der erlaubten Grenzen gefahren zu sein. Die letzte Spalte über die Zweiräder lasse ich weg. Lassen Sie uns zunächst den Gesamtindikator anschauen und Sie sehen, 99,6% aller Fahrenden, das sind also Pkw und Zweiräder, beziehungsweise 99,7% der Pkw-Fahrer und Pkw-Fahrerin bewegt sich in diesem erlaubten Rahmen. Das ist ein sehr, sehr hoher Anteil, eine sehr, sehr hohe Compliance, Regelbefolgung. Und ich will jetzt auf einige aus meiner Sicht interessante Unterschiede noch hinweisen. Zwischen Männern und Frauen gibt es nämlich kaum Unterschiede, aber wenn Sie hier auf das Alter sehen, da haben die 18- bis 24-Jährigen den geringsten KPI. Das hängt natürlich zusammen mit dem absoluten Alkoholverbot, der in dieser Gruppe eine Teilgruppe bildet. Ich komme gleich dazu. Da kommt man eben sofort, wenn man einmal, wenn man ein Bier trinkt, ist man hier nicht mehr in dieser Gruppe derjenigen, die regelkonform handelt. Wir sehen das auf der nächsten Folie noch deutlicher. Da haben wir nämlich explizit zwischen Fahranfängern keine Fahranfänger unterschieden. Also Fahranfänger unter 21 oder in der Probezeit. Und die haben deutlich geringeren KPI als alle anderen Altersgruppen. Ist klar, absolutes Alkoholverbot, aber auch das bekannte Jugendlichkeitsrisiko, man probiert halt doch was aus, was man eigentlich nicht darf. Ne? Und wenn Sie dann noch das Fahrerfahrungsdefizit hinzudenken, dann sind wir nach wie vor, also bei der nach wie vor höheren Unfallverwicklung von jungen Fahrern. Keine nennenswerten Unterschiede gibt es zwischen den Straßenarten. So, wo steht Deutschland im internationalen Vergleich in dieser Baseline-Studie? Sie sehen auf der linken Seite die Länder, die tatsächlich die Autos aus dem Verkehr ziehen konnten. Und die haben fast alle sehr, sehr hohe KPIs, also eine sehr, sehr hohe Regelbefolgung. Und da passen wir, also die deutschen Daten, aber auch die Bulgaren, die ebenfalls eine fahrtenbasierte Prävalenz errechnet haben, sehr gut rein. Die Periodenprävalenzen, die Länder rechts unten, die sind deutlich niedriger, das ist klar. Die Antworten bezogen sich auf einen größeren Zeitraum. Da ist einfach die Chance größer, dass Alkohol getrunken wurde. Aber für mich ist es aus wissenschaftlicher Sicht auch ein schönes Ergebnis. Wir kommen also tatsächlich mit unserem Vorgehen in dem Bereich, der auch bei Roadside Surveys gemessen wird. So, der bisherige Eindruck, sehr geringe Fallzahl, wo ist eigentlich das Problem? Wir haben hier nochmal die Tabelle mit den 30 und den anderen. Wir sind dann auch hergegangen und haben in der Umfrage gefragt, gut, wenn du bei dieser zufälligen Fahrt keinen Alkohol getrunken hast, gibt es denn in den letzten 7 Tagen eine Fahrt, vor der du Alkohol getrunken hast? Und da sehen Sie das Ergebnis hier.
Wenn es denn kommt, da ist es. Und das sind schon andere Zahlen für sieben Tage, wo Sie sehen, dass jeder 20. hier eine Fahrt berichtet, vor der er Alkohol getrunken hatte. Und auch da haben wir wieder gefragt, die Tabelle ist die gleiche, links, rechts oben und links unten, auch da haben wir wieder gefragt, nach einem subjektiven Eindruck, glaubst du, dass du da über der Promillegrenze warst? Und 10% davon gehen davon aus, dass sie da einfach zu viel getrunken hatten. Also das sind schon ganz andere Fallzahlen und das nur bezogen auf eine Woche. Wenn wir jetzt hergehen und die zufällig gezogenen und diese, die hier in den letzten 7 Tagen noch eine Fahrt berichtet haben, zusammennehmen und mal gucken, wann war denn das? Wir haben ja jeweils nur eine Fahrt und zu der haben wir ja eine ganze Reihe von Informationen erhoben. Und das sieht man aus meiner Sicht interessant, wenn Sie sich Wochentag nachts anschauen, wie deutlich höher die Fahrten unter Alkoholeinfluss sind im Vergleich zu den Fahrten ohne Alkohol. Das Gleiche gilt auch Wochenende nachts, sogar noch deutlicher. Und wenn wir uns das Wochenende als Ganzes anschauen, da sehen wir, dass etwa die Hälfte der Alkoholfahrten am Wochenende stattgefunden hat, verglichen mit etwa einem Viertel aller Fahrten ohne Alkohol. Wir können auch anschauen, wie lang hat denn die Fahrt gedauert, und da sehen wir, dass die Fahrten unter Alkoholeinfluss relativ kurz waren. Also jede fünfte Fahrt hat bis zu 5 Minuten gedauert. Und was wir auch noch sehen, wo ging die denn hin, diese Fahrt? Und da sehen wir, dass die in 6 von 10 Fällen, dass es um den Heimweg geht. Ja, man war irgendwo, man hat was getrunken und man ist heimgefahren. Und es ist deutlich anders, die Ziele sind deutlich anders verteilt als bei den Fahrten, bei denen es um ohne Alkoholfahrten geht. So, als Wissenschaftler muss ich natürlich auch sagen, was sind die Einschränkungen unserer Studie? Zum einen, dass es eine Befragung ist, dass die Befragten selber uns Antwort geben. Wir haben zwar dieses Online-Instrument, das eine gewisse Distanz schafft, das meiner Meinung nach die soziale Erwünschtheit der Antworten reduziert. Und wir haben weitere Vorrichtungen gehabt im Fragebogen selber, um die Qualität der Antworten zu prüfen und zu erhöhen. Aber letztlich ist die Einschätzung, ob man unterhalb oder oberhalb der Promillegrenze war, natürlich subjektiv. Trotz der, wir nennen das Übersteuerung der Stichprobe, wir waren also deutlich mehr erhoben, als es statistisch notwendig gewesen wäre, finden wir für ein KPI sehr geringe Fallzahlen. Das ist natürlich schwierig, was dann die statistische Sicherheit angeht. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Befragungszeitpunkt. Aus Gründen des Projektzeitraums mussten wir im November 2021 befragen. Das ist natürlich eine Jahreszeit, wo kaum noch ein Zweirad gefahren wird. Deswegen sind auch die Zweiradergebnisse hier bin ich nicht näher darauf eingegangen. Ja, wir hatten natürlich Corona, aber das war eben die Realität damals. Und wir wollen die Realität abbilden und wir werden jetzt in diesem Jahr schauen, hat sich da was geändert? Die diesjährige Befragung ist gerade rum. Wir fangen mit der Datenauswertung an. Aber damals, Sie wissen es, weniger Verkehr, weniger Zusammenkünfte, weniger Feiern, weniger Trinkanlässe und deswegen auch weniger Fahrten unter Alkoholeinfluss. Online Access Panel nochmal, keine klassische Zufallsstichprobe, aber die beste Näherung an der repräsentative Erhebung. So what? Da haben wir es doch. Was ist aufgefallen? Die auffällige Verkehrsteilnehmergruppe, das waren die jungen Fahrer. Ich sagte es schon ganz klar, absolutes Alkoholverbot. Aber man muss darüber weiterdenken. Wir kennen das erhöhte Unfallrisiko, wir kennen das Jugendlichkeitsrisiko und wir sind uns über das Fahrerfahrungsdefizit bewusst. Was kann man tun? Zielgruppenansprache. Wann ist man junger Fahrer? Man ist junger Fahrer gleich, nachdem man in der Fahrausbildung war. Deshalb bietet es sich einfach an,
dieses Thema Alkohol in der Fahrausbildung noch stärker anzusprechen. Das Zweite, was man machen könnte, Aufklärungskampagnen. Wir haben es schon ein, zwei Mal gehört, das muss in die sozialen Medien rein, dort, wo diese Zielgruppe sich aufhält. Das Zweite aber auch, Enforcement. Wir haben eine deutliche Mehrheit in allen Altersgruppen, die Aussagen zustimmt, wie die aktuellen Regelungen für das Fahren unter Alkoholeinfluss sollten strenger sein. Ich habe gesagt, es gibt keine Grenze, bis zu der Alkohol nicht wirkt. Oder auch zur Aussage, die aktuellen Regelungen für das Fahren unter Alkoholeinfluss werden nicht ausreichend kontrolliert. Der Kontrolldruck ist zu niedrig und das ist den Fahrerinnen und Fahrern auch bewusst. Zielgruppenansprache und Enforcement bleiben meiner Meinung nach aktuell, sollten meiner Meinung nach ausgebaut werden und wir brauchen sie auch, wenn wir das Ziel der Vision Zero erreichen wollen. Das ist noch die Literatur, auf die ich bezogen habe und das ist mein Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Walter Funk, wir danken Ihnen und haben dazu genau eine Frage aus dem Chat. Jonas. Es wird noch eine Ebene tiefer gefragt, das passt zu den Präventionsansätzen am Ende. Was ist bekannt über die Gründe, warum Menschen unter Drogen- oder Alkoholeinfluss fahren? Wurde das auch mit abgefragt, warum sind Sie unter Alkohol, unter Drogen gefahren? Nein, das haben wir nicht gefragt. Nein, das ist auch ja, in mehrerer Hinsicht eine schwierige Geschichte. Kann das jemand noch nachvollziehen? Ich meine, es kommt darauf an, wie toxiniert er war. Also da wäre ich vorsichtig. Aber man kann sich einige Gründe vorstellen. Und es gibt ja auch Präventionsmaßnahmen, die genau daraufhin abzielen, indem zum Beispiel vorher schon dafür gesorgt wird, dass eine Rückfahrt organisiert ist. Ja? Also die Bob-Kampagne zum Beispiel, wo vorher festgelegt wird, wer auf der Rückfahrt fährt. Und der wird dann auch, wenn es um eine Gruppe geht, die da unterwegs ist, sozial akzeptiert, dass der dann halt sein nicht-alkoholisches Getränk trinkt, beziehungsweise in verschiedenen Lokalitäten sogar günstiger angeboten, finanziell günstiger angebotene Getränke kriegt als alkoholische Getränke. So Sachen weiß man. Aber das ist noch ein weites Feld, also da kann ich ad hoc auch nichts weiter zu sagen. Herr Dr. Funk, vielen herzlichen Dank für Ihre Präsentation, für diese neuen Erkenntnisse im Zusammenhang mit Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Das waren jetzt viele Zahlen, die ja oft so ein bisschen anonym wirken. Jetzt soll es um die ganz konkreten Schicksale gehen, die Verletzungen, die Todesfälle, die eben hinter solchen Fahrten stecken können. Es ist jetzt vielleicht nicht seine tägliche Arbeit, aber er hat sehr oft damit zu tun, als leitender Oberarzt für spezielle Unfallchirurgie in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und plastische Chirurgie an der Universitätsmedizin Göttingen. Und vor allen Dingen ist er der Vorsitzende des DVR-Vorstandsausschusses Verkehrsmedizin. Das heißt, er berät auch von wissenschaftlicher Seite bei allen Entscheidungen. Herzlich willkommen, Christopher Spering. Er hat es zu uns geschafft, stand heute Mittag noch im OP, habe ich gehört. Aber Sie sind jetzt mit der Bahn zu uns gereist. Vielen Dank und herzlich willkommen. Toll, dass Sie da sind. So, meine Damen und Herren, das passiert, wenn man die drei Gongs einführt und plötzlich geht es nach der Pause schon nach dem zweiten Gong weiter. Wir würden fortfahren und Sie haben auch gleich natürlich weiterhin die Möglichkeit, unsere wunderbaren Cocktails zu genießen. Jeder, der diese Information nicht hat und uns vielleicht jetzt wieder über den Livestream verfolgt, für den wirkt es vielleicht ein bisschen komisch nach all den Bildern und Zahlen und Fakten, die wir in der vergangenen Stunde erfahren haben, dann dieses Cocktail-Shake-Geräusch zu hören. Es sind übrigens alkoholfreie Cocktails. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir starten direkt damit zum Wachwerden, dass wir alle wieder unser Smartphone rausholen. Da hingen wahrscheinlich eh viele in der kurzen Pause dran. Und wieder gerne, falls Sie es noch nicht getan haben sollten,
den QR-Code scannen, um dann die entsprechende App zu öffnen, denn wir haben für Sie eine neue Umfrage gestartet. Und die Frage lautet da: Was halten Sie von der Erhöhung des THC-Grenzwerts auf 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blutserum? Finde ich gut, finde ich schlecht, ist mir egal. Stimmen Sie einmal ab. Wir haben schon eine, ist das eine Frage? Dann gebe ich doch einmal direkt, sind die Kolleginnen und Kollegen mit den Mikrofonen schon bereit? Denn wir haben eine Frage. Geht es jetzt um die technische Abwicklung oder eine inhaltliche Frage? Ja, also ich wollte fragen, wozu genau dieser Wert da ist, weil ich verstehe jetzt nicht, ob die Leute quasi, weil es wurde ja gesagt, dass wenn die wirklich diesen Rauschzustand haben, dass die mit ihrem Blutwert auf jeden Fall über dieser Grenze liegen werden. Und ist das jetzt quasi nur dafür da, dass wenn die irgendwie den Abend vorher einen geraucht haben und am nächsten Morgen irgendwo hinfahren wollen, damit sie dann einen Wert haben, der niedrig genug ist, dass sie fahren können? Oder ist es halt wirklich so eine Grenze, so, also man fühlt sich dabei immer noch so berauscht? Das geht jetzt schon in die inhaltliche Diskussion über die Sinn oder Sinnhaftigkeit dieses Wertes. Die können wir auf jeden Fall gleich mit den Experten und Expertinnen auch weiter diskutieren. Hier geht es jetzt um die Entscheidung aus der vergangenen Woche der Bundesregierung, dass dieser Grenzwert angehoben wurde für die Verkehrskontrolle. Wenn ich mit diesem Grenzwert erwischt werde, ich mit Konsequenzen zu rechnen habe. Darum geht es in der Frage, finde ich das gut, finde ich das schlecht, ist mir egal. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie die Sinnhaftigkeit dieser Erhöhung, diese Entscheidung der Bundesregierung in Frage stellen. Nein, ich stelle nicht die Sinnhaftigkeit in Frage. Nur um diese Frage beantworten zu können, muss man doch wissen, ob die Leute dann immer noch berauscht sind bei dieser Grenze oder ob sie halt nicht berauscht sind, sondern halt einfach nur am nächsten Tag quasi immer noch fahren können. Vielleicht stehe ich jetzt einen kurzen Moment auf dem Schlauch, aber ich habe eine Idee. Also Sie wollen erst abstimmen, wenn Sie die Frage beantwortet haben, ne? Okay, dann machen wir das doch jetzt einfach so. Ich bitte jetzt meinen nächsten Gesprächsgast auf die Bühne. Das ist nämlich André Schark, der ist der Leiter der Abteilung Verkehr und Verkehrsgesetzgebung und Straßensicherheit bei der Generaldirektion der Polizei Luxemburg. Und da wird es auch unter anderem um diese Frage gehen. Herzlich willkommen. Suchen Sie sich gern ein Mikrofon aus, denn wir wollen, wenn wir über unser Thema heute diskutieren, selbstverständlich auch über die Landesgrenzen hinwegschauen, müssen einmal dazu sagen, wie es in Luxemburg eben aussieht. Sie haben diese Teillegalisierung, die es jetzt bei uns in Deutschland seit April gibt, bereits seit dem Jahr 2023, haben aber den THC-Grenzwert im Blut nicht erhöht im Vergleich zu Deutschland. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, können Sie der jungen Dame einmal die Frage beantworten, die sie gestellt hat? Also wie ist es bei Ihnen ist es ja in der Verkehrskontrolle der THC-Grenzwert von 1,0, bei uns ist es 3,5. Können Sie Ihre Frage noch einmal wiederholen? Also ich habe Sie so verstanden, ob ich da noch in einem berauschten Zustand bin oder nicht, das ist für Sie entscheidend. Oder ob es einfach noch so lange in meinem Blut ist, weil ich eben nicht kein regelmäßiger Kiffer bin. Ja, genau, genau. Genau. Also, verstehen Sie, was Sie meinte? Ja, bitte. Also zuerst einmal möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen für die Einladung bedanken. Es ist mir eine Ehre und auch eine Freude, hier bei Ihnen auftreten zu dürfen. Und ich hoffe, dass die Antworten, die ich Ihnen gebe, Ihnen auch weiterhelfen. Die Dame, die Frage habe ich sofort und sehr gut verstanden. Ich muss Sie aber enttäuschen. Ich bin ein Polizeibeamter und kann sehr schlecht auf die Frage antworten. Ich kann Fragen bezüglich Gesetzgebung und Verkehrssicherheit besser beantworten, aber das ist, denke ich mal, eine eher medizinische Frage. Und ich glaube, hier im Saal ist jeder damit einverstanden. Das ist auch die Frage, an der sich die Geister scheiden. Richtig. Weil ich im Labor arbeite und diese Frage eventuell medizinisch beantworten kann. Es ist natürlich ganz schwer, den Grenzwert festzulegen. Das ist ja eine ethische Frage. Kann man eine Studie durchführen mit Menschen, die THC berauscht sind und anschließend schauen, können die noch fahren? Diese Erhöhung des Grenzwerts ist eigentlich nur daran
festgesetzt, dass die THC-Menge in dem Gras, in dem Cannabis, was konsumiert wird, seit Jahren gestiegen ist und deswegen eigentlich gar nicht mehr wirklich gekifft werden kann und nach 2-3 Tagen ins Auto gestiegen werden kann. Denn die Werte sind so hoch im Blut und im Urin, dass es einfach nicht mehr möglich ist. Und daran wird dieser Wert eigentlich gemessen. Aber wir wissen nicht, ob jemand bei 3,5, ob Sie bei 3,5 fahren können und ich vielleicht nicht. Aber Sie verstehen gerade, dass wir natürlich, ich nehme Ihre Meinung wahr, dass das eine, dass Sie diese Entscheidung kritisieren, ob dieser Wert wirklich sinnhaft ist oder nicht. Unsere Frage zielt jetzt darauf ab, war jetzt da nicht ganz konkret formuliert, da gebe ich Ihnen recht, wie Sie diese Entscheidung finden. Also wäre doch eine mögliche Antwort auf diese Frage, finde ich schlecht. Gut. Es ist schade, dass Herr Stein nicht mehr da ist, weil er wäre tatsächlich derjenige, dem wir am ehesten diese Frage stellen könnten, weil natürlich es eine Entscheidung ist, die in der vergangenen Woche vom Parlament getroffen wurde und eine Expertenkommission hat das vorgelegt. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich einmal die Umfrage beenden, damit wir da ein Häkchen hintermachen. Und 78% sagen, finde ich schlecht, 20% sagen, finde ich gut. 2% sagen, ist mir egal. Ich hoffe, es ist angekommen, was ich meinte. Ich wollte nichts unterbinden, aber Ihre Kritik an diesem Wert ist auf jeden Fall angekommen. Wir kehren zurück nach Luxemburg. Sie haben zu mir gesagt, das ist Ihre erste Besuch auf einer Konferenz in diesem Rahmen ohne Präsentation. Ich hoffe, wir beide schaffen das trotzdem. Ich habe es gerade schon erwähnt. In Luxemburg haben wir eine Teillegalisierung von Cannabis, aber es ist weiterhin der THC-Grenzwert von 1,0. Welche Erfahrungen machen Sie damit, ganz konkret auf den Straßen? Welche Erfahrungen machen da die Verkehrspolizistinnen und Polizisten? Also die Teillegalisierung kam, denke ich mal, um einer Realität Rechnung zu tragen. Von dieser Teillegalisierung kann man halten, was man will. Sie wurde auch, die Polizei, unter anderem die Polizei, wurde auch dabei befragt. Nun haben wir sie, wenn man sich das Gesetz aber näher anschaut, dann ist das eine Teillegalisierung unter Anführungszeichen, weil man hat seit dem Juli das Recht, 4 Samen in einen Topf zu legen und dann mit dem geeigneten Material sich dann das Cannabis zu züchten. Jeder, der, und ich habe mich bei kundiger Stelle nochmal schlau gemacht, unter anderem bei unserer Kriminalpolizei, und jeder, der sich irgendwie mit Cannabis oder mit Cannabispflanzen beschäftigt, weiß, dass es eine schwierige Sache wird, da aus diesen 4 Pflanzen geeignetes Cannabis mit einem geeigneten, unter Anführungszeichen, für die Konsumenten Wert zu züchten. Man muss sich das geeignete Material beschaffen, das gibt es nicht umsonst. Und von daher wird sich die Zahl der Leute, die das machen werden, in Grenzen halten. Und da es Minimum 6 Monate braucht, um da ein Resultat zu haben, kann ich Ihnen eigentlich überhaupt noch nicht sagen, was die Konsequenzen von dieser Teillegalisierung sind. Was wir aber als Polizei, und das ist auch hier schon erwähnt worden, bemängelt haben, ist, Cannabis ist jetzt legal. Also kann ich kiffen und Auto fahren. Und das ist eigentlich das, was man trennen sollte und immer trennen muss. Das wird hier im Saal gemacht, wird aber draußen, glaube ich, bei den Konsumenten weniger gemacht, weil es wurde eine Gesetzgebung votiert. Aber die Folgen, ich weiß nicht, ob man sich darüber immer im Klaren war. Und ich glaube, das wurde nicht, jedenfalls nicht in Luxemburg, anständig mit einer Kampagne, dass das trotzdem gesundheitsmäßig schwierig ist und verkehrssicherheitstechnisch schwierig ist, das wurde nicht begleitet. Aber Sie haben ja jetzt diesen Grenzwert und müssen damit ja eben auch schon ein wenig länger umgehen als wir im Straßenverkehr. Wie kann ich mir da so eine konkrete Straßenkontrolle vorstellen? Also wir sind in der guten Lage, sag ich mal, in Europa zwischen 2 großen Ländern zu sein. Das heißt, wir machen oft bei Gesetzgebungen, schauen wir uns mal um, was das nähere Ausland macht. Und da ist natürlich immer Deutschland und Frankreich und Belgien und auch die Niederlande an erster Stelle. Das haben wir auch hier gemacht und wir haben uns hier am französischen Modell orientiert und auch am belgischen Modell, was zwischenzeitlich auch wieder adaptiert wurde. Wie sieht das aus? Ein Nanogramm respektiv 0.
Und das ist eigentlich auch das, was wir wollen. Ne? Das ist eigentlich null. Ne? Das heißt, in Frankreich, wenn der Test positiv ist, der Schnelltest sogar positiv ist, wird der Führerschein sofort eingezogen und dann wird eine zweite Speichelprobe entnommen, die dann analysiert wird und daraufhin kann der Richter dann seinen Entscheid machen. In Luxemburg machen wir es so und wir haben im Oktober die Gesetzgebung geändert. Das heißt, wir sind eigentlich immer, hatten wir auch einen Speicheltest und dieser Speicheltest musste positiv sein, um dann auf die Blutprobe und Urinprobe gehen zu können. Und wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass diese Speicheltests eigentlich nicht immer sehr gut sind, insbesondere nicht gut bei Cannabis. Und Cannabis ist aber jedenfalls bei uns im Land bei weitem die Droge Nummer eins, insbesondere auch im Straßenverkehr. Und deshalb haben wir die Gesetzgebung dahin geändert, dass dieser Schnelltest, Speicheltest nicht mehr gemacht werden muss, in gewissen Fällen, unter anderem, wenn die Person evidenterweise irgendwelche Stoffe zu sich genommen hat und in der Gesetzgebung steht expressis verbis Stoffe, nicht Drogen, weil damit auch alle Stoffe abgedeckt sind, die in irgendwelcher Weise die Fahrtüchtigkeit so einschränken, dass eine Person ein Fahrzeug nicht mehr auf der öffentlichen Straße steuern kann. Das heißt, auch wenn der Speicheltest dann negativ sein sollte, können wir trotzdem in diesen Fällen eine Blutprobe und Urinprobe entnehmen. Und es ist die Blutprobe, die maßgebend beim Gericht ist. Und das ist dann ein Nanogramm. Ich kann Ihnen aber auch sagen, letztes Jahr, als diese, unter Anführungszeichen, Legalisierung eingeführt wurde, dass es trotzdem einigen Druck seitens des Gesundheitsministeriums beim Ministerium zuständig für Transport gegeben hat, um diesen Grenzwert zu erhöhen. Und das wurde aber nicht gemacht, aus guten Gründen. Wie sieht jetzt die Realität bei Ihnen auf den Straßen aus? Also jetzt ohne jetzt die kompletten Zahlen zu haben, aber wie häufig treffen Sie bekiffte Autofahrende bei Verkehrskontrollen an? Es gibt sicherlich einen Trend. Alkohol gibt es weniger und Drogen haben wir etwas mehr. Aber die Statistik, erst seit der Teillegalisierung? Nein, das war noch immer so. Das ist ein Trend und der ist eigentlich der gleiche wie auch in Deutschland. Wenn ich mit meinen deutschen Kollegen von der Polizei rede, ist das eigentlich ein allgemeiner Trend in Mitteleuropa. Insbesondere was Cannabis anbelangt. Mit den Zahlen ist das immer so eine Sache. Man muss auch wissen, dass bei uns die Drogendetektion oder nicht die Detektion, aber der administrative Aufwand wesentlich höher ist als beim Alkohol. Und wenn die Kollegen von der Polizei dann jemanden antreffen, der nicht mehr fahrtüchtig ist, ist der erste Reflex immer die Alkoholprozedur. Und wenn die positiv ist, dann bleiben die Kollegen bei dieser Prozedur. Mhm. Alkohol sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es freiwillig gemeldete Daten von luxemburgischen Autofahrenden, die zeigen, dass in Luxemburg europaweit die höchste Häufigkeit hat von Geschwindigkeitsüberschreitungen und Alkohol am Steuer. Wie erklären Sie sich das? Wie ist das Verhältnis in Luxemburg zum Alkohol? Ich weiß nicht, wo die Zahlen herkommen. Die wurden mir zugeliefert. Nein, das ist in Ordnung. Ich weiß das auch nicht. Was die Geschwindigkeit anbelangt, muss ich gestehen, dass Luxemburg eins dieser Länder war, die automatischen Radare relativ spät eingeführt haben. Jeder weiß, dass Prävention gut ist, aber es braucht das Gleichgewicht zwischen Prävention und Repression. Und das hat vielleicht seines dazu beigetragen, dass in Luxemburg vielleicht das lockerer beschaut wird. Was der Alkoholkonsum anbelangt, muss man gestehen, dass das eher noch, wie auch in verschiedenen anderen Ländern, als Kavaliersdelikt noch immer angesehen wird. Das hängt aber von der Alterssparte ab. Man hat trotzdem ganz klar den Eindruck, dass es bei den jüngeren Verkehrsteilnehmern einen Mentalitätswechsel zum Positiven ganz klar gibt. Und bei den Leuten vielleicht aus meiner Generation oder noch etwas älter ist das eher die Angst vor der Kontrolle, aber nicht der Mentalitätswechsel. Müsste es da Ihrer Meinung nach dann auch strengere gesetzliche Regeln geben, was den Alkohol betrifft? Also als Sie fragen einen Polizisten, die ja eher
einen Hang zu mehr Repression haben. Aber ich denke mal, unsere Gesetzgebung ist nicht schlecht. Sie kann vielleicht punktuell etwas adaptiert werden. Aber wenn man zu streng ist, die Strafen müssen auch von der Bevölkerung angenommen werden. Und man sieht es ja eigentlich in Frankreich, die ein relativ strenges Punktesystem mit dem Führerschein haben. Da gibt es jetzt eine Menge Leute, die ohne Führerschein rumfahren, weil die einfach trotzdem zur Arbeit gehen müssen und ihren Unterhalt verdienen müssen. Und das geht sogar so weit, dass die Gendarmerie und auch die Polizei ihren Leuten sagen, macht mal langsam mit den Verfolgungsjagden, wir verfolgen ganz oft Leute, die lediglich keinen Führerschein mehr haben. Und dann muss man trotzdem abwiegen, ob sich das lohnt, weil bei so einer Verfolgungsjagd, wenn man dann trotzdem auch noch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringt, und da muss man abwiegen. Ne? Und das ist die Konsequenz von harten Strafen. Harte Strafen auf der einen Seite, die andere Möglichkeit wäre ja eben Aufklärung. Wie sieht es da aus? Sie haben schon kritisiert, bei der Cannabispolitik haben Sie so ein bisschen eine großflächige Kampagne vermisst. Wie sieht es beim Alkohol aus und auch bei anderen Drogen oder Medikamenten am Steuer? Medikamente ist eigentlich auch ein Thema, was meines Erachtens nach genauso unterschätzt wird. Und es wurde ja auch anfangs hier gesagt, dass Drogen und Medikamente, der Unterschied, was die Fahrtüchtigkeit anbelangt, nicht unbedingt groß sein muss. Und deshalb haben wir auch kürzlich eben diese Gesetzesinitiative von der Polizei haben wir eingebracht, und die wurde auch angenommen, dass wir das etwas gleich behandeln. Aber Sie haben recht, Kampagnen sieht man da eher wenig. Trotzdem bezüglich Alkohol, das kann man sagen, ich war auch erstaunt, dass Sie in Deutschland diese Random-Tests nicht machen dürfen. Wir können das seit mehreren Jahren in Luxemburg, das wurde eingeführt, und das wurde anfangs heftig kritisiert, und mittlerweile, das sind repressive Kampagnen eigentlich. Ich sage aber mittlerweile, das ist das Präventivste, was wir machen. Und zwar machen wir wir haben uns selbst einen Plan aufgelegt bei der Luxemburger Polizei, dass wir in allen Polizeiregionen Minimum einmal im Monat eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Kontrolle machen, eine Alkoholkontrolle. Das ist in der Gesetzgebung so vorgesehen, das dürfen wir. Die Staatsanwaltschaft gibt uns dann eine Requisition, und wir halten dann jeden, ob Anzeichen oder nicht, ohne Ausnahme, an einem bestimmten Ort, der vorher definiert wurde, der auch irgendwie Sinn macht, zu einer bestimmten Uhrzeit jeden Verkehrsteilnehmer an. Und vorher wurden die Statistiken präsentiert. Ich weiß, wo die herkommen. Sie liegen bei 97% in Luxemburg, weil meine Dienststelle hat die selbst geliefert. Aber das sind dann die Statistiken aus diesen Kontrollen. Und diese Kontrollen machen wir natürlich an den Stellen und während den Uhrzeiten, wo wir davon ausgehen, dass es Sinn macht in Sachen Verkehrssicherheit. Das heißt nicht morgens um 8 Uhr bei einer Schule. Werden Sie dabei auch regelmäßig überrascht? Also sind da auch Fälle dabei, wo Sie vorher gedacht hätten, die ist bestimmt nüchtern und fährt ja eigentlich noch ganz ordentlich? Also wo Sie dann auch überrascht werden von gewissen Promillewerten? Oder erkennen Sie das den meisten schon an? Sehen Sie es denn? Nein, das ist immer schwierig. Also bei einigen erkennt man das natürlich, aber das tut eigentlich nichts zur Sache. Was sehr wichtig. Es gibt vielleicht uns ein Anzeichen darauf, wie hoch auch eine gewisse Dunkelziffer bei uns sein würde, weil ja wie eben wir diese Tests nicht haben. Ja. Diese Kontrollen sind eigentlich, finde ich, ungemein wichtig, weil wir im Nachhinein das kommunizieren. Gestern war eine Kontrolle, da wurden 300 Verkehrsteilnehmer geprüft, und davon waren so viel positiv, und davon haben wir so viele Führerscheine sofort an Ort und Stelle eingezogen. Und das weiß eigentlich jeder Polizeibeamte. Die Leute, die zu viel Alkohol konsumiert haben, glauben eigentlich alle, dass sie noch sehr gut fahren. Auch die in Schlangenlinien mit 50 über die Autobahn fahren, finden eigentlich von sich selbst, dass sie das noch immer ganz gut machen. Natürlich ist dem nicht so, aber die Leute fürchten nicht, dass sie angehalten werden, weil sie schlecht fahren. Sie fürchten, in so eine Kontrolle zu gelangen. Das ist für Sie also die beste Präventionsmaßnahme, die Sie so haben? Es ist jedenfalls eine gute. Es ist eine, die regelmäßig in aller Munde ist. Haben Sie denn auch so etwas wie eine MPU, die es bei uns gibt?
die medizinisch-psychologische Untersuchung, wo ich dann nachweisen muss, beweisen muss, dass ich denn auch wirklich fähig dazu bin, wieder ein Auto führen zu können, nachdem es mir aufgrund von Alkohol, Drogen oder anderen Sachen entzogen wurde? Nicht das Auto, sondern der Führerschein. Es gibt etwas Ähnliches, das heißt das administrative Fahrverbot. Es gibt ja das gerichtliche Fahrverbot und es kann aber auch ein administratives Fahrverbot geben. Der Minister gibt den Führerschein und der Minister kann ihn auch wieder einziehen. Und zwar in einigen bestimmten Fällen, unter anderem, wenn er Kenntnis davon hat, dass eine Person entweder Alkoholiker ist oder dass eine Person regelmäßig Drogen konsumiert, dann kann die Polizei einen entsprechenden Bericht schreiben, der kommt an das Transportministerium. Da gibt es eine spezielle Kommission, in der auch Minimum ein Arzt zugegen ist. Und wenn sich das dann bestätigt, kann der die Fahrerlaubnis für eigentlich theoretisch lebenslang entzogen werden. Das ist der Unterschied zum Gericht. Da sind ja, gibt es Zeitlimits bei dem administrativen Fahrverbot nicht. Und das machen wir konsequent. Insbesondere bei Menschen, also Alkoholismus ist eine Krankheit, die dann eben krank sind und die bekommen die Fahrerlaubnis entzogen und müssen dann, um die Fahrerlaubnis wieder zurückzuerlangen, einen Test machen. Und das macht das Sterz-Laboratorium. Die müssen dann, das kann ich Ihnen sagen, 3 Zentimeter Haare abliefern. Und Haare wachsen in der Regel 1 Zentimeter pro Monat. Das heißt, man kann ein sehr gutes Bild von den letzten 3 Monaten bekommen. Und auch wenn der Mann oder die Frau sagt, sie würde keine Drogen oder keinen Alkohol mehr konsumieren, die Haarprobe lügt eigentlich nicht. Haben Sie Fragen an André Schaak von der Polizei Luxemburg, wie eben in diesem Land mit Drogen und Alkohol umgegangen wird am Steuer, dann gerne Hand heben. Da haben wir schon eine Frage. Und das ist gerne natürlich auch die Aufforderung für Sie im Chat. Gerne auch Ihre Fragen an uns schicken. Ja, hallo, Martin Kaufmann, mein Name. Ich bin vom Polizeipräsidium Unterfranken. Bayern ist das. Wir sind ja auch dafür bekannt, dass wir recht streng kontrollieren. Was mich jetzt mal interessieren würde, bei den anlasslosen Kontrollen, wo Sie jetzt beschrieben haben, wie oft machen denn die Verkehrsteilnehmer da nicht mit oder was passiert, wenn jemand nicht mitmacht? Also in der Tat, das hier ist jetzt nicht mein erster Besuch, auch nicht in Deutschland. Und das erinnert mich an, so eine Frage wurde bereits in Deutschland gestellt. Und ich kann Ihnen sagen, in Deutschland seien die Polizeibeamten, ja, wir bekommen ihr Blut. Es ist nur eine Frage der Anzahl der Polizisten. Sowas können wir uns in Luxemburg nicht vorstellen. Wir sagen, sie müssen nicht zur Blutprobe. Sie können alles ablehnen. Jeden Test darf man ablehnen. Nur die Konsequenz ist, also der Kontrahent riskiert die Höchststrafe und wir nehmen sofort den Führerschein. Das heißt, wir erklären den Leuten das, dass sie eigentlich kein Interesse daran haben, keine Blutprobe oder keinen Test zu machen, weil egal wie, sie riskieren die Höchststrafe. Und der Führerschein ist ganz sicher mal weg. Haben wir Fragen im Chat an André Schaak? Nein. Haben wir noch eine Frage hier im Raum? Wenn dem nicht so ist, dann weise ich natürlich gerne auf das kleine Get-Together im Nachhinein hin. Dann haben Sie auf jeden Fall die Möglichkeit, noch bei alkoholfreien Cocktails Ihnen Fragen zu stellen. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und auch für diesen spannenden Einblick. Und ich hoffe, dass es auch ohne Präsentation für Sie nett war. Alles wunderbar. Vielen Dank nochmals. Dankeschön. Wir haben ja jetzt schon viel über Alkohol am Steuer gesprochen, über Cannabis am Steuer, über Drogen am Steuer. Und ein Thema ist eben auch immer mal wieder gefallen, und zwar geht es um Medikamente am Steuer. Was ist also, wenn ich morgens aufstehe, ich fühle mich nicht so richtig, ein Aspirin-Komplex, setze mich ins Auto und fahre zur Arbeit. Oder aber, ganz schlimme Heuschnupfen-Patientin, muss etwas nehmen, damit ich überhaupt irgendwie durch den Tag komme und aus meinen Augen gucken kann, darf ich damit Auto fahren? Wie steht es um Medikamente und die Fahrtüchtigkeit? Dazu Gedanken und Informationen jetzt von Cornelia Triloff, Chefapothekerin am BG-Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, ob
beziehungsweise in welchem Ausmaß Medikamente die Fahrtüchtigkeit beeinflussen können. In Deutschland sind über 100.000 verschiedene Arzneimittel behördlich zugelassen. 50% davon sind verschreibungspflichtige Medikamente. Rund 15-20% der zugelassenen Arzneimittel, dazu gehören jetzt die frei verkäuflichen wie auch die verschreibungspflichtigen, können nach Herstellerangaben die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen und sich damit negativ auf die Teilnahme am Straßenverkehr auswirken. Vorwiegend handelt es sich hier um im zentralen Nervensystem wirksame Pharmaka wie Benzodiazepine, Opiate, ältere Antihistaminika und Hypnotika, Antipsychotika, Antidepressiva, Antiepileptika und Muskelrelaxantien. Aber auch die Einnahme von blutdrucksenkenden Arzneimitteln, Antidiabetika und Augenarzneimitteln kann ein Verkehrssicherheitsrisiko darstellen. Bei der Betrachtung einer möglichen Verkehrsgefährdung ist zu unterscheiden zwischen der erstmaligen oder einmaligen Gabe, dem Dauergebrauch oder ob die Gefährdung eintritt aufgrund der therapeutischen Wirkung oder einer unerwünschten Arzneimittelwirkung. Generell kann man sagen, dass das Ausmaß der individuellen Beeinträchtigung wegen starker individueller Unterschiede oft nur abgeschätzt werden kann und bei manchen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes, die Einnahme von Arzneimitteln auch erst die Fahrtüchtigkeit ermöglicht. Wir haben hier also dieses Wechselspiel. Bei der Einnahme mehrerer Arzneimittel, die die Verkehrstüchtigkeit beeinflussen können, ist mit additiven und potenzierenden Wirkungen zu rechnen, die aber, weil sie individuell unterschiedlich sein können, wieder schwer vorauszusagen sind. Aber generell sollen solche Mehrfachkombinationen in der Therapie vermieden werden. Als ganz wichtiger Grundsatz gilt, den wir heute eigentlich schon über den ganzen Nachmittag schon hatten, dass generell auf die zusätzliche Einnahme von Alkohol, wenn man Medikamente nimmt, zu verzichten ist. Die kritischste Phase ist der Start der Arzneimitteleinnahme. Oft ist in der Einstellungsphase die Dosis noch nicht optimal und die positive Arzneimittelwirkung reicht auch noch nicht aus, um das ganze Krankheitsgeschehen auszugleichen. Die Folge ist eine Leistungsminderung, die mit der Dosis variiert. Generell kann man sagen, dass niedrige Dosen und Retardpräparate die Fahrtauglichkeit weniger beeinflussen als höhere Dosen und schnell wirksame Applikationsformen. Im Weiteren möchte ich hier auf 5 wichtige Arzneimittelgruppen eingehen. Das sind zum Ersten die Benzodiazepine und Hypnotika. Das ist eine sehr große Gruppe. Und hinsichtlich der Verkehrssicherheit gelten Benzodiazepine als besonders kritische Gruppe. Sie wirken angst- und spannungslösend, ausgleichend, beruhigend, muskelrelaxierend, Krampflösung. Aber sie haben auch Nebenwirkungen. Müdigkeit, Schwindel, Verwirrtheitszustände und der sogenannte Hangover, dazu komme ich nachher noch, was darunter zu verstehen ist, sind bekannte Nebenwirkungen. Bei älteren Personen können auch noch Koordinationsstörungen oder paradoxe Reaktionen auftreten, unter denen dann die Fahrtüchtigkeit nicht mehr gegeben ist. Das Ausmaß der Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit hängt generell vom Einnahmezeitpunkt, der Dosis und der Halbwertszeit des Präparates ab. Unter der Halbwertszeit versteht man den Zeitraum, in dem die Hälfte des Wirkstoffes abgebaut bzw. eliminiert ist. Dieser Aspekt ist auch besonders bei älteren Menschen zu beachten, da bei ihnen generell die Halbwertszeiten länger sind. Ein Beispiel für ein langwirksames Benzodiazepin ist das Diazepam, vielleicht auch bekannt als Valium oder als Fostan. Es wird eingesetzt zur symptomatischen Behandlung von akuten und chronischen Spannungs-, Erregungs- und Angstzuständen und von Zuständen mit erhöhtem Muskeltonus. Es hat aber eine Halbwertszeit von mehr als 24 Stunden. Ich habe in der Literatur eine Angabe gefunden, dass auch nach mehr als 16 Stunden nach der Einnahme noch Effekte nachgewiesen wurden, die einem Fahrverhalten mit mehr als 0,5 Promille Blutalkohol entsprechen. Benzodiazepine haben aber auch ein hohes Abhängigkeitsrisiko, ein hohes Potenzial. Deshalb sollte die Therapiedauer so kurz wie möglich sein und 2 bis 3 Monate nicht überschreiten. Werden Benzodiazepine bei längerer Einnahme abrupt abgesetzt, kann es zu Entzugserscheinungen kommen.
Deshalb sollte bei der Beendigung der Therapie ein ausschleichendes Absetzen erfolgen. Eine Nebenwirkung ist der sogenannte Hangover. Unter Hangover versteht man, dass Müdigkeit und Schwindel auch noch am darauffolgenden Tag anhalten. Und dann geht es denjenigen vielleicht so wie diesem Erdmännchen hier auf diesem Bild, was natürlich keine Fahrtauglichkeit dann besitzt. Die zweite Gruppe, eine auch sehr große Gruppe, Moment, jetzt war ich etwas schnell, sind die Analgetika, die Schmerzmittel. Bei den Analgetikern unterscheidet man zwischen Opiatanalgetika und Nicht-Opiatanalgetika. Diese beiden Begriffe, Opiat oder Opioid, werden im klinischen Sprachgebrauch meist synonym verwendet. Ich gehe jetzt in meiner Betrachtung nur vom bestimmungsgemäßen und notwendigen Einsatz von Opiaten zur Behandlung einer Krankheit aus und nicht von der missbräuchlichen Anwendung. Die Opiate sind zentral wirksame Schmerzmittel. Bekannt sind vielleicht Morphin, Oxycodon oder Fentanyl. Sie wirken über die Bindung an Opiatrezeptoren im Zentralnervensystem. Besonders in der Anfangsphase einer Opiattherapie sind Nebenwirkungen wie Müdigkeit, Schwindel, Benommenheit und verminderte Aufmerksamkeit dosisabhängig stark ausgeprägt. Ob eine Fahreignung unter einer Opiattherapie möglich ist, ob sie besteht, müssen die Patienten mit ihrem Arzt individuell klären. Das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass der Patient wirklich mit dem Arzt bespricht, ich bekomme das und das, kann ich damit fahren, wann kann ich überhaupt fahren. Bei guter körperlicher oder geistiger Verfassung, regelmäßiger und zuverlässiger Einnahme und bei einem stabilen Therapieverlauf kann die Fahreignung gut gegeben sein. In der Einstellungsphase zu Beginn einer Opiattherapie, bei Veränderung der Dosis oder beim Wechsel auf ein anderes Opioid, bei schlechtem Allgemeinzustand und natürlich bei Alkoholgenuss ist die Fahreignung nicht gegeben. Auch bei den Opiaten ist zu beachten, dass abruptes Absetzen bei längerfristiger Einnahme Entzugssymptome auslösen kann. Deshalb sollte bei der Beendigung der Therapie auch hier ein ausschleichendes Absetzen erfolgen. Die zweite Gruppe neben den Opiatanalgetikern sind die Nicht-Opioide. Sie wirken peripher, das heißt, sie wirken nicht im Zentralnervensystem, sondern am Ort des Schmerzgeschehens. Und sie wirken auch nicht durch die Bindung an Opioidrezeptoren. Die meisten Vertreter dieser Gruppe werden als Monopräparate eingesetzt. Die ich Ihnen jetzt aufzähle, die kennen Sie bestimmt alle. Acetylsalicylsäure, Paracetamol, Metamizol oder Novalgin, Novamin und Ibuprofen. Acetylsalicylsäure und Paracetamol haben keine oder nur sehr geringe Auswirkungen auf die Verkehrstauglichkeit. Auch eine Einnahme von Metamizol in üblicher Dosierung, auch dort ist keine Beeinträchtigung zu erwarten. Wird Ibuprofen aber in höherer Dosierung genommen, kann schon Müdigkeit oder Schwindel auftreten. Aber es gibt ja nicht nur Monopräparate, es gibt ja auch Kombinationspräparate. Eine so ganz bekannte Kombination ist die Kombination von Paracetamol mit Codein. Das Codein soll hierbei die schmerzlindernde Wirkung des Paracetamols verstärken. Eingesetzt werden sie zur Schmerzlinderung und zur Fiebersenkung. Codein ist ein Morphinderivat. Es ist selbst nicht zentral wirksam, wird aber im Körper zu 5-20% zu Morphin abgebaut. Daher rühren auch die Nebenwirkungen, die auftreten können, wie Müdigkeit, Schwindel, Überempfindlichkeitsreaktion oder allergische Reaktionen. Aufgrund seiner hustenstillenden Wirkung ist Codein auch Bestandteil einiger Hustenblocker. Eine dritte Gruppe, die wir uns anschauen wollen, sind die H1-Antihistaminika. Sie werden hauptsächlich eingesetzt zur Behandlung allergischer Erkrankungen. Die Anwendung erfolgt meist als Tablette, Nasenspray oder Augentropfen. Die Einteilung hierbei erfolgt nach Wirkprofil und Pharmakokinetik. Wir unterscheiden daher Antihistaminika der ersten und zweiten Generation. Die Antihistaminika der ersten Generation, die sogenannten älteren Vertreter, die passieren die Blut-Hirn-Schranke und entfalten damit zentrale Wirkungen wieder als Hypnotikum oder Antiemetikum. Beispiele für als Schlafmittel eingesetzte Vertreter der ersten Generation sind Hogger-Night-Tabletten oder Schlafsterne-Tabletten. Ein weiterer Vertreter ist das Phenistil, vielleicht bekannt als Tablette, Lösung oder auch als Gel. Es wird eingesetzt zur Behandlung von Allergien.
der zum Beispiel in Reisetabletten oder Womex-Dragees vorkommende Wirkstoff Dimenhydrinat kommt zum Einsatz, zur Vorbeugung und zur Therapie von Übelkeit und Erbrechen. Aber auch hier gibt es Kombinationspräparate. Ich habe Ihnen mal eins aufgeführt, das ist der Vic Medi-Night Erkältungssirup für die Nacht. Er enthält das Doxylamin, das ist ein Schlafmittel, Dextromorphan ist ein Hustenblocker und Ephedrin und Paracetamol. Und alle hier aufgeführten Antihistaminika sind frei verkäuflich. Man braucht dafür also kein Rezept, sondern kann die in der Apotheke frei verkäuflich erwerben. Dazu muss ich noch sagen, dadurch, dass die Vertreter der ersten Generation die Blut-Hirn-Schranke überwinden, zentral wirken, sind sie natürlich auch alle stark sedierend. Sie können auch sogenannte anticholinerge Nebenwirkungen haben. Das ist zum Beispiel Mundtrockenheit kann auftreten, verminderte Schweißbildung oder auch verschwommenes Sehen. Die Vertreter der zweiten Generation, die neueren Vertreter, die passieren die Blut-Hirn-Schranke nicht oder nur in geringem Ausmaße und zeigen dadurch keine zentralen Wirkungen. Sie sind bloß noch kaum sedierend. Beispiele wären hierfür Cetirizin, Loratadin oder Azelastin-Augentropfen. Die vorletzte Gruppe, die wir betrachten wollen, sind Antidepressiva. Je nach chemischer Grundstruktur wirken sie depressionslösend, antriebssteigernd oder dämpfend. Nebenwirkungen können auftreten in Form von Verwirrtheitszuständen, Blutdrucksenkung oder Herzrhythmusstörungen. Eine Sedierung tritt vor allem bei tri- und tetrazyklischen Antidepressiva auf, zum Beispiel bei Amitriptylin, Doxepin, Mirtazapin, Opipramol, um nur einige Beispiele zu nennen. In der Literatur habe ich gefunden, dass die Einnahme von Amitriptylin mit einer Tagesdosis größer gleich 125 Milligramm das Verkehrsunfallrisiko sechsfach erhöht. Das finde ich schon sehr beachtlich und muss auch unbedingt beachtet werden. Andere Substanzen, wenn man die einsetzt, sind hinsichtlich der Sedierung günstiger einzuschätzen. Die letzte Gruppe, das sind die Antipsychotika oder Neuroleptika. Wie der Name schon sagt, wirken sie antipsychotisch, sie wirken aber auch beruhigend und dämpfend. Substanzen dieser heterogenen Arzneimittelgruppe sind nahezu alle stark sedierend. Es können typische Nebenwirkungen auftreten, zum Beispiel extrapyramidalmotorische Störungen, die unter anderem unkontrollierte Bewegungen der Arme und Beine zur Folge haben können. Diese Effekte sind besonders zu Therapiebeginn und bei höheren Dosen stark ausgeprägt. Zusammenfassend möchte ich noch einmal das Wichtigste zu den betrachteten Arzneimittelgruppen im Überblick darstellen. Benzodiazepine sollen nur eingesetzt werden bei klarer Indikationsstellung, in niedrigster Dosis und so kurz wie möglich. Das Abhängigkeitsrisiko steigt mit der Dosis und der Einnahmedauer. Ausreichende Schlafzeit gilt als Voraussetzung für eine weniger oder nicht eingeschränkte Fahrtauglichkeit. Unter einer stabilen Opioidtherapie kann die Fahrtüchtigkeit gegeben sein, was aber individuell zu prüfen ist. H1-Antihistaminika der ersten Generation können bereits nach einmaliger als auch nach mehrmaliger Einnahme die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen und sich dadurch negativ auf die Fahrtauglichkeit auswirken. Bei schweren Depressionen und insbesondere bei Auftreten starker Symptome ist vom Autofahren abzuraten. Zu Therapiebeginn und bei Neueinstellungen ist die Fahrtüchtigkeit im Allgemeinen nicht gegeben. Aber erfolgreich mit Antidepressiva behandelte Patienten weisen oft eine bessere Fahrtüchtigkeit auf als unbehandelte Patienten. Akut an einer Psychose erkrankte Personen dürfen kein Auto fahren. Aufgrund der sehr unterschiedlichen psychomotorischen Leistungen der mit Antipsychotika behandelten Patienten ist eine individuelle Bewertung der Verkehrstüchtigkeit notwendig. Und auch hier gilt, bei Dauertherapie und guter ärztlicher Kontrolle kann die Fahrtüchtigkeit auch wieder gegeben sein. Als abschließendes Fazit können wir Folgendes festhalten. Jeder Verkehrsteilnehmer ist für seine Fahrtauglichkeit selbst verantwortlich. Bei Arzneimitteln gibt es keine Grenzwerte und auch keine Promillelösung. Durch die Einnahme von Arzneimitteln darf die Verkehrstüchtigkeit nicht beeinflusst sein. Bestehen Zweifel an der Verkehrstüchtigkeit, muss auf andere Verkehrsmittel umgestiegen werden. Und ist eine Person aufgrund der Einnahme von Arzneimitteln nicht fahrfähig,
ist die Teilnahme am Straßenverkehr strafbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Triloff. Sie werden jetzt wahrscheinlich wohl kaum Ihre Kolleginnen und Kollegen in die Pfanne hauen, aber ich frage Sie es trotzdem. Informieren Apotheker und Apothekerinnen, wenn ich in die Apotheke gehe und mir ein Medikament kaufe, genügend darüber, über diesen Aspekt, über den Sie jetzt gerade referiert haben? Also wie fahrtauglich ich noch bin bei den Medikamenten, Ihrer Meinung nach? Ich muss dazu sagen, ich bin Klinikapotheker und arbeite nicht in einer öffentlichen Apotheke. Und in der Klinik haben wir ja Patienten, wo dieses Thema Fahrtauglichkeit auf der Station ja nicht so die Rolle spielt. Die spielt nachher wieder eine Rolle, wenn ich einen Patienten entlasse, der zum Beispiel noch starke Schmerzmittel bekommt, dann wird in der Entlassberatung bei uns wirklich darüber informiert. Dann wird über Nebenwirkungen informiert, das machen auch bei uns Apotheker. Ich weiß aber von den Kollegen in den öffentlichen Apotheken, dass es für sie auch ein ganz wichtiges Thema ist. Die ABDA, der große Verband der Apotheker, hat, glaube ich, vor 1-2 Jahren auch eine ganz große Kampagne gemacht, wo man wirklich auf die Leute nochmal zugegangen ist, wo man in der Öffentlichkeit das nochmal dargestellt hat, welche Arzneimittelgruppen ganz wichtig sind, gerade Augentropfen. Alles, was ich so selber kaufen kann in der Apotheke, hat eben auch Nebenwirkungen, wie Antiallergiker, Augentropfen und so weiter. Ich glaube schon, dass sich die Kollegen da sehr, sehr ihrer Verantwortung bewusst sind und darüber auch gut aufklären. Die Beratung, glaube ich, spielt eine ganz große Rolle dabei. Sollte es dennoch Ihrer Meinung nach vielleicht auch ein paar Warnungen auf Medikamenten geben, die ein bisschen besser zu lesen sind als jetzt in diesem riesenlangen Beipackzettel? Also wir haben Schokoriegel, da finde ich einen Nutri-Score drauf, der mir das genau sagt, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Aber solche Hinweise finde ich jetzt auf dem Vigmedi-Night. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich es letztes Mal genommen habe, aber jetzt nicht groß drauf, bitte nicht fahren. Ja, das kann man ja nicht machen. Es heißt ja nicht, dass man unbedingt nicht fahren kann. Ist ja die Frage, wann habe ich es denn genommen? Habe ich das mitten in der Nacht genommen um 24 Uhr und stehe dann früh um 5 auf? Würde ich sagen, nein. Nehme ich aber, weil ich so krank bin und müde bin, vielleicht erst um 18 Uhr, stehe dann nach 12 Stunden wieder auf, habe ich einen ganz anderen Wirkspiegel der Substanzen. Das ist immer eine Frage, wann habe ich es genommen und wie viel Schlafzeit liegt zum Beispiel auch dazwischen oder Einwirkungszeit. Also alles sehr, sehr individuell. Ja, es ist individuell und bleibt einfach auch individuell. Deswegen, glaube ich, wird man dem auch nicht gerecht, wenn man das, und gesetzlich würde das auch nicht günstig sein, das aufzuschreiben, weil so absolut kann man es nicht sehen. Das ist nicht so wie Rauchen schadet der Gesundheit auf Zigarettenpackungen. Ja, das ist einfach individuell und da spielen ganz, ganz viele Faktoren eben eine Rolle. Wir haben noch, ich weiß gar nicht, eine Frage aus unserem Chat oder direkt von unserem Kollegen aus dem Politikteam. Zwei Fragen aus dem Chat. Die eine betrifft auch genau die Zeit, die man warten muss, bis man sozusagen wieder fahrtüchtig ist, also so ein bisschen parallel zur Cannabis-Debatte. Sie haben ja gerade ein paar Werte sozusagen genannt am Beispiel Vigmedi-Night. Ich verstehe die Antwort so, um sozusagen die Frage aus dem Chat aufzugreifen, dass man sich individuell jedem Medikament beraten lassen muss. Vielleicht spielt auch das Körpergewicht eine Rolle. Das Alter, das Geschlecht, das Körpergewicht spielen eine Rolle. Die allgemeine Verfassung. Auch wenn ich krank bin, reagiere ich auch oft noch anders in dem Sinne, auf Medikamente als im gesunden Zustand. Und man sollte auf alle Fälle, auch wenn der Beipackzettel manchmal quälend lang ist, man sollte den doch lesen. Und einfach da noch mal schauen, steht da noch mal ein Hinweis drauf zur Fahrtauglichkeit und den dann auch beachten. Eine weitere Frage betrifft jetzt konkret ältere Menschen, die auf die Medikamenteneinnahme angewiesen sind. Und die Frage ist, ob diese Menschen auch über alternative Fortbewegungsmöglichkeiten aufgeklärt werden. Sie haben das jetzt schon ein bisschen für die Klinik sozusagen beantwortet. Kann man das sozusagen genereller auch ausweiten, dass man sozusagen Ausweichmöglichkeiten aufzeigt? Und wenn ja, wie könnte man das hinbekommen? Ja, ich glaube, da ist ein Arzt-Patientengespräch ganz, ganz wichtig. Denn das sind ja gerade ältere Menschen, die gehen immer zu dem gleichen Arzt. Sie haben einen Hausarzt, der kennt ihre Krankheitsgeschichte, er kennt die Medikation und er kann auch selber schauen, oder es macht auch die Apotheke, dass man einfach sich mal die Arzneimittel vornimmt, mal schaut, was ist alles aufgelistet bei dem Patienten, welche Wechselwirkungen können entstehen, welche Warnungen, wie muss ich beraten. Das kann im Arztgespräch sein, aber auch gern in der Apotheke. Und
Das, und dann sollte man das aus meiner Sicht auch dem Patienten dann ärztlicherseits zum Beispiel auch sagen, also wenn Sie die und die Untersuchung machen, in dem Sinne, ja, dann dürfen Sie nicht fahren oder so. Und dann müssen Sie einfach schauen, dass Sie jemand abholt oder ältere Menschen doch den Transportdienst dann bestellen. Das ist ja auch möglich. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, glaube ich, oder? Habe ich mich verguckt? Ja, doch. Ronny Keller von Verdi, guten Tag. Jetzt bin ich doch am Ende der Veranstaltung, die ich sehr gut empfunden habe und auch immer noch gut empfinde, ein bisschen verwirrt. Wir haben jetzt von der Medizinerin gehört, dass es eigentlich bei Medikamenten nicht wirklich einen Grenzwert gibt, auf den man sich festlegen kann. Wir haben einen Blutalkoholwert oder einen Atemalkoholwert, den ich auch gar nicht strittig in Frage stellen möchte. Wir streiten aber gleichzeitig, das haben wir an den Befragungen vorhin gesehen, über die Anhebung des Grenzwertes Nanogramm pro Milliliter Blut von Cannabis. Wie gehen wir denn damit um? Ist dann die Lösung eigentlich die Fahreignung eigenverantwortlich zu prüfen? Das kann ja auch nicht funktionieren. Also was, das ist jetzt ein Fragezeichen, das ich im Kopf habe, mit dem ich aus der Veranstaltung nicht ungeklärt rausgehen möchte. Und einen letzten, dritten Aspekt noch an der Stelle. Wir haben immer von berauschenden Drogen gesprochen an vielen Stellen. Alkohol ist eine berauschende Droge. Cannabis ist ein Rauschmittel. Was ist aber eigentlich mit Substanzen, die leistungssteigernd sind? Also ich vertrete bei Verdi die Branche Logistik. Das ist eine Branche, die stark von Arbeitsverdichtung, von Hetze, von Termindruck und auch von Müdigkeit am Steuer geprägt ist. Und welche Rolle spielen eigentlich leistungssteigernde Drogen oder Substanzen wie Amphetamine und Ähnlichem? Danke. Da geht es ja mehr um die missbräuchliche Anwendung und jetzt nicht um die notwendige medizinische Anwendung. Man hat ja zum Beispiel Amphetamin als Methylphenidat zum Beispiel in Ritalin, was bei ADHS eingesetzt wird. Dieses Arzneimittel unterliegt aber nicht nur dem Arzneimittelgesetz, sondern auch dem Betäubungsmittelgesetz. Da gibt es also noch ganz andere Vorschriften, Regularien in der Verschreibung, in der Anwendung und in der Aufklärung. Natürlich gibt es auch die missbräuchlichen Mittel, Doping und allem ist uns alles bekannt. Aber auch da werden ja die Nachweisgrenzen immer geringer, die ich nachweisen kann, auch gerade im Doping. Und das ist eine missbräuchliche Anwendung. Das ist auch ein Schwarzmarkt. Aber der hat jetzt mit der Anwendung eines Medikaments zur Behandlung einer Krankheit jetzt auch nichts zu tun. Das würde ich gerne davon abkoppeln. Frau Triloff, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Ich hoffe für Sie... Entschuldigung. Ich bin ja anscheinend im toten Winkel. Hell, LMU München. Es geht um Folgendes. Wir sollten ein bisschen, glaube ich, über die Grenzen hinwegschauen. Wenn wir nach Spanien und nach Frankreich gucken, ist es so, da gibt es eine Ampel. Keine politische, sondern eine grün-gelb-rot. Und da steht auf dem Beipackzettel ganz einfach rot drauf, wenn man auf keinen Fall fahren darf. Mhm. Orange oder gelb drauf, wenn man den Arzt fragen muss, der das anpassen muss. Und grün auf dem Medikament, wenn es bedenkenlos möglich ist. Warum Gottes Namen funktioniert das hier in Deutschland noch nicht. Ich habe das auch in Bayern mal eingebracht. Der Innenminister Herrmann fand die Idee ganz toll. Aber das war natürlich wieder nicht sein Zuständigkeitsbereich. Und das Gesundheitsministerium in München hat es dann an den Herrn Lauterbach weitergegeben. Passiert ist nichts. Und ich finde es eigentlich schade, auch Polypharmazie, das heißt, die älteren Menschen nehmen ja nicht nur ein Mittel, sondern vielleicht auch 5 oder 10 oder 15 und die ganze Verbindung untereinander ist auch höchst kritisch. Das heißt, die holländischen Apotheker sind da geschult, die wissen auch genau, was die Leute kriegen und wissen auch, ob das jetzt gefährlich ist in der Kombination oder nicht. Bei uns heißt es ja, vielleicht und machen Sie mal. Und wir sollten eigentlich bei sowas, gerade wo wir jetzt in der älteren Gesellschaft sind, nicht nur diese riesen Beipackzettel haben, die eh keiner versteht oder keiner lesen kann, sondern wirklich so eine Ampel draufsetzen oder irgendetwas, was die Leute halt verstehen, damit halt wirklich schwerste Unfälle verhindert werden können. Danke. Das ist auf alle Fälle eine gute Idee und das auch sehr gut finden und begrüßen und das wäre jetzt wirklich eine Frage der Gesetzgebung. Das müssten wir dann zu Herrn Lauterbach oder in sein Ministerium geben und das würde ich auch schon gut finden. Man kann es nicht überall machen, aber bei bestimmten Arzneimitteln kann ich mir das durchaus als sinnvoll vorstellen. So, jetzt gucke ich noch mal ganz aufmerksam. Hat noch jemand eine Frage? Vielleicht auch hier? Nein. Dankeschön, Frau Triloff. Und auch von mir der Hinweis natürlich auch, weil ich glaube auch in Ihre Richtung, die Frage wurde mit Sicherheit nicht vollständig beantwortet. Ich glaube, das ist das, was wir versuchen sollten, im Nachhinein dann eben auch noch mal ein bisschen auszudiskutieren und vielleicht auch an anderer Stelle mit politischen Vertretern und Verantwortungsträgern. Danke auf jeden Fall für alle Ihre Fragen. Wir sind aber noch nicht am Ende. Es gibt noch einen Punkt, der
polarisiert vielleicht auch so ein bisschen. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Die MPU, die medizinisch-psychologische Untersuchung. Da muss ich ja hin, wenn es dann passiert ist, wenn eben der Alkoholwert zu hoch war, wenn ich dann eben doch beim Kiffen am Steuer erwischt wurde. Und da muss ich dann durch. Und es scheint ein bisschen schwieriger zu sein, als den Führerschein überhaupt zu machen, denn die Durchfallquote liegt bei 40%. Was das jetzt eben so schwierig macht, das sagt uns Dr. Renate Zunft, Expertin für Verkehrsmedizin vom TÜV Nord. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich begrüße Sie. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Medikamente zurück, weil da sind noch weitere Aspekte. Den Hinweis mit der Ampel finde ich ganz, ganz toll. Die Vergabe vieler Medikamente gleichzeitig ist eine Riesenkatastrophe in unserer alternden Gesellschaft. In unserer Gesetzgebung ist ja vorgesehen, dass derjenige, der fährt, selber verantwortlich ist. Das heißt, der muss sich prüfen, der muss es entscheiden. Dafür muss er aber Informationen haben. Die Aufgabe, die die Apotheker haben, ist sicherlich da. Viele gehen aber in die Apotheke und der Apotheker will was sagen und sie wollen eigentlich nur schnell bezahlen und wieder raus. Ich glaube, viel wichtiger ist das ärztliche Gespräch. Das haben Sie ja auch schon gesagt. Der Arzt kennt seinen Patienten und ich glaube, da kommt vieles zu kurz. Die Ärzte haben keine Zeit und sehen vielleicht auch die Wichtigkeit gar nicht. Das nächste Problem, was wir haben, ist der Medikamentenmissbrauch oder noch schlimmer die Medikamentenabhängigkeit. Und die Abhängigkeitszahlen für Medikamente sind vergleichbar den Abhängigkeitszahlen zu Alkohol. Und das weiß kaum jemand. Sie haben die Benzodiazepine genannt. Und wir haben eine Unmasse von Leuten, die von Benzodiazepinen abhängig sind und dann eben diesen Konsum nicht mehr steuern können und die von Opiaten abhängig sind. Teilweise auch iatrogen verursachte Abhängigkeiten. Das heißt, der Arzt hat es leichtfertig immer weitergegeben und dann passiert sowas. Also da sind eine solche Unmasse von Problemen und das Medikamentenproblem ist sicherlich riesig. Okay, das wollte ich noch dazu sagen. Nun bleibe ich bei meinem Hauptthema und das Hauptthema bei uns in der MPU ist sicherlich immer noch Alkohol und Drogen. Es ist schon gesagt worden von Vorrednern, die Drogen werden schlimmer im Verkehr, der Alkohol geht etwas zurück und hier habe ich Ihnen statistische Zahlen mitgebracht. Sie sehen, hier ist die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden im Jahr 1975 bei 100 gesetzt worden, um dann zu sehen, wie sich das in den Folgejahren entwickelt hat. Die allgemeinen Unfallzahlen gehen leicht zurück, nicht so schön, wie wir es gerne hätten. Wir möchten ja noch weniger Unfälle, aber es geht leicht zurück. Die Alkoholunfälle gehen leicht zurück, aber weit nicht bei null. Und die Drogenunfälle nehmen zu. Wir haben einen großen Sprung da in den Jahren 95 bis 2000. Der ist sicherlich nicht nur der Tatsache geschuldet, dass so viel mehr Drogen genommen worden sind oder so viel mehr Unfälle unter Drogen passiert sind, sondern auch, dass die Drogenerkennung besser geworden ist. Das heißt, vor 1990 ist da viel weniger hingeguckt worden und die Drogenunfälle, die es da gab, die sind eben überhaupt nicht als Drogenunfälle aufgefallen. Ne? Auch in den Kliniken wurde eben dann gar nicht auf Drogen getestet. Die Polizisten haben in den Jahren nach 1995 eine Schulung durch die BAST bekommen, die, glaube ich, ganz viel gebracht hat, einfach an solche Dinge zu denken. Was ich Ihnen aber damit sagen will, wir haben im Unfallgeschehen ein Alkoholproblem nach wie vor und wir haben im Unfallgeschehen ein Drogenproblem. Und das ist groß. Ich fand die Zahl schön, dass so viele Leute nicht unter Alkohol fallen. Wir haben ja gerade heute gelernt, über 99% fahren ohne Alkohol. Aber denken Sie mal die Masse an Fahrten, die die Leute machen. Wenn davon 0,5% mit Alkohol sind, dann sind das eine Unmasse von Fahrten unter Alkohol. Also auch sowas muss man ja einfach mitdenken. Okay, wann muss jemand zur MPU? Da gibt es ganz, ganz viele Gründe und ich habe Ihnen nur ein paar Schlaglichter hier gebracht. Man muss zur MPU, wenn man gefahren ist, mit einer Blutalkoholkonzentration von über 1,6 Promille. Das ist schon eine Hausnummer. Das erreicht man nicht, wenn man ab und zu mal ein Bier trinkt. Da hat man gesoffen. Ja? Wir haben
immer wieder Trinkversuche gemacht mit Leuten, für die ein Verständnis dafür wichtig ist. Zum Beispiel Mitarbeiter von Fahrerlaubnisbehörden, zum Beispiel auch für Polizisten, für Juristen. Und da sind immer wieder gestandene Kerle dabei, die setzen sich dann ein Ziel und sagen, ich möchte heute mal ein Promille erreichen. Ich will mal wissen, wie das ist. Und die trinken und trinken und kommen nicht auf das eine Promille. Weil die dann irgendwann so besoffen sind, dass sie überhaupt nicht mehr wollen, dass sie es trinken vergessen. Das ist nicht normal, über 1,6 Promille zu kommen. So, man muss auch zur MPU, wenn man zweimal über 0,5 Promille war, also auch wenn man die 1,6 nicht erreicht hat und die zweite Fahrt eben noch nicht getilgt war. Bei Drogen ist es so, bei zweifacher Fahrt unter Einfluss von THC, das ist jetzt die ganz neue Regelung, auch da hat sich was geändert. Will ich jetzt nicht zu viel darauf eingehen. Und wenn der Führerschein irgendwann wegen Drogen entzogen wurde. Es gibt ganz viele andere Dinge, aber ich will hier nur mal so plakativ ein paar eindeutige Regeln rausgreifen. MPUs, die Bundesanstalt für Straßenwesen gibt jedes Jahr eine Statistik raus, wie viele MPUs gemacht werden. Das heißt, wir müssen liefern unsere Zahlen, wie viele MPUs wir gemacht haben. Das ist jetzt die von 2022 und da gab es insgesamt 87.000 MPUs. Die Zahlen gehen zurück. Früher waren es immer so um die 100.000. Es ist eingeteilt hier nach Alkoholauffälligkeiten, Verkehrsauffälligkeiten und Drogen. Es gibt ein paar andere Anlässe, da will ich nicht drauf eingehen. Und Sie sehen immer ungefähr noch ein Drittel des Kuchens macht der Alkohol aus. Passenderweise alles, was blau ist. Die Drogen, als ich angefangen habe in der MPU, also ich bin ja nun schon lange im Geschäft und ziemlich alt, am Anfang war es tatsächlich so, wenn ein Drogenfall kam, dann hieß es, wer kann denn das mal, wer hat denn da Ahnung von? Ne? Das war eine Rarität und Sie sehen, da sind wir jetzt bei 36%. Medikamente sind da statistisch eingerechnet, die machen nur einen Bruchteil aus. Die landen, wenn überhaupt, meistens als ärztliche Gutachten bei uns, wo es dann eher um die Frage Medikament und Krankheit geht. Die Verteilung sonst ist jedes Jahr ziemlich ähnlich, nur der Drogenanteil ist klar am Wachsen. Gut, wir haben vorhin, Sie hatten schon Zahlen gebracht, wie viele werden denn positiv, wie viele bekommen ihren Führerschein nicht wieder. Und einige Anbieter für MPUs, also der TÜV Nord, wo ich tätig bin, die PIMA, TÜV Hessen, es waren glaube ich noch jemand dabei, wir haben uns mal die Mühe gemacht, die auszuzählen für ein Quartal, die als Fahrerlaubnisinhaber nach der alten Gesetzgebung nach einer erstmaligen Fahrt unter Cannabis zu uns gekommen sind. Vor ein paar Jahren hat das Verwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass der Führerschein nach einer einmaligen Fahrt nicht entzogen werden darf, sondern dass immer erst eine MPU gemacht werden muss. Und tatsächlich ist es so, dass von denen 81,5% negativ geworden sind, also viel, viel mehr als die Zahl, die Sie eben hatten. Wir haben dann geguckt, gibt es einen Unterschied bei denen, die mit drei oder über drei oder unter drei Nanogramm aufgefallen sind und da hat es keinen relevanten Unterschied gegeben. Das passt so ein bisschen zu der Frage, die von da hinten kam. Wer sich ein bisschen mit Alkohol auskennt, der wird das wissen, wenn ich aufhöre, also wenn ich mich auf eine gewisse Promillezahl getrunken habe und ich höre dann auf zu trinken, dann fällt meine BAK kontinuierlich ehrlich ab. Da können Rechtsmediziner ja zum Beispiel auch zurückrechnen. Die können gucken, wenn sie erst nach zwei Stunden nach einem Unfall gefasst werden, wie viel sie denn dann gehabt haben zum Zeitpunkt, wo sie den Unfall hatten. Das alles geht bei Cannabis nicht. Der erste Unterschied ist, dass Cannabis inhaliert wird. Das heißt, die Übernahme ins Blut geht sehr viel schneller. Der Alkohol muss ja erstmal im Bauch rankommen, muss verdaut werden, muss aufgenommen werden ins Blut. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt eine Flasche Schnaps ansetzen und Ex trinken, sind Sie nicht in einer Minute besoffen. Das braucht einen Moment. Das ist bei Cannabis ganz anders, das geht wesentlich schneller, die Aufnahme ins Blut geht wesentlich schneller und die Konzentration von Cannabis schnellt dadurch hoch, innerhalb weniger Minuten. Genauso schnell fällt es auch wieder ab, weil es gibt zwei Gründe dafür. Der eine Grund ist, dass Cannabis fettlöslich ist und unser Blut ist nun mal wässrig, das ist wie bei Ihrer Salatsoße, das heißt, das fühlt sich da gar nicht wohl, das will da weg.
Das bedeutet, dass umverteilt wird in unser Gehirn. Unser Gehirn ist wunderbar fettig. Da wollen wir ja auch den Rausch haben. Da soll die Droge ja auch hin. Ist aber aus dem Blut dann schon verschwunden. Der zweite Grund ist, dass der Körper natürlich bei jeder Droge, wie auch beim Alkohol, alles tut, was er tun kann, um es wieder aus dem Körper loszuwerden. Das heißt, es wird verstoffwechselt. Und wir versuchen es dann eben über Urin auszuscheiden. Und dementsprechend fällt die Konzentration schnell ab. Am Anfang, dann wird es langsamer. So, und jetzt kommt diese Grenze 3,5 und 1 ins Spiel. Und das ist eben eine ganz schwierige Sache. Das heißt, wenn ich jemanden 10 Minuten später kontrolliere, dann kann das schon sein, dass der über oder unter ist. Und sein Verhalten wird da nicht viel anders sein. Deshalb hat man sich sicherlich auch mit dem Grenzwert schwer getan. Und deshalb gibt es da auch eigentlich keinen vernünftigen. Deshalb finde ich die Lösung aus Luxemburg gut. Gar nichts ist am besten. Okay, ähnlich wie das, was Sie eben gesagt haben, wie ist es denn bei den übrigen MPUs? Und da sehen Sie, da werden eben weit über die Hälfte positiv, also da ist ein ganz anderer Ausschnitt. Okay, gehen wir auf den Alkohol. Alkohol ist sicherlich im Straßenverkehr nach wie vor eins der größten Probleme. Eins, was ich schon gesagt habe, erreichen eben zum Beispiel von 1,1 Promille, setzt schon eine Gewöhnung voraus. Wenn Sie sich dann noch an Steuer setzen wollen, dann müssen Sie Alkohol gewöhnt sein. Jemand, der selten oder wenig trinkt, der ist bei 1,1 Promille, geht er nicht mehr zu seinem Auto, da geht er zum Klo, da übergibt er sich. Oder der kommt gar nicht mehr ins Schlüsselloch. Jetzt mit den Drückern geht das natürlich etwas leichter. Solche Leute haben eine problematische Trinkgeschichte. Ich gehe mal davon aus, von Ihnen hier war noch nie jemand wegen Alkohol bei der MPU. Und ich gehe mal davon aus, Sie trinken alle Alkohol. Herr Spering ist ja hier nett gefragt worden, ob er denn trotz dieser Bilder Alkohol trinkt. Die meisten Leute von uns, die Alkohol trinken, haben ja einen Umgang, der eben überhaupt nicht problematisch wird. Die müssen nicht zur MPU, die fahren nicht besoffen. So, das heißt aber, wenn jemand eine problematische Trinkgeschichte hat, dann muss man etwas tun. Und dann reicht das nicht, dem für einen Monat den Führerschein zu entziehen, sondern der braucht eine suchtherapeutische Maßnahme, der braucht eine psychologische Intervention oder eine Aufarbeitung der Problematik. Na? Da ist es. Das heißt, das Problem ist nicht der Führerschein. Das ist das Gefühl, was die Leute haben. Aber der Entzug des Führerscheins, der kann die gegebenenfalls dazu treiben, dass sie endlich was machen, dass sie sich kümmern, dass der Druck so groß ist, dass sie ihr Problem sehen mögen. Es ist ja nicht leicht zu akzeptieren, dass man ein Alkoholproblem hat. Sich im Spiegel anzugucken und zu sagen, ich trinke tatsächlich zu viel. Das ist keine leichte Sache. Und da muss schon was passieren und so ein Führerscheinentzug kann dazu führen. Die andere Möglichkeit ist, wenn die Ehefrau wegläuft. Das Problem sind der Alkohol und die Bedingungen, die zum Konsum geführt haben. Der Alkohol selber ist natürlich auch nicht schuld, sondern das, was da eben im Leben falsch gelaufen ist, warum es falsch gelaufen ist. Wir haben in Deutschland 1,8 Millionen Alkoholabhängige, 1,6 Millionen, die einen schädlichen Gebrauch haben. 80% der Patienten mit alkoholbezogenen Störungen sind unbehandelt. Und viele, die behandelt werden, drehtürmäßig rein und wieder raus. Auch das, immer wieder. So, Cannabis, als ich studiert habe, war ganz klar, Cannabis, davon kann man überhaupt nicht abhängig werden. So habe ich es noch gelernt, das wissen wir mittlerweile, ist nicht so. Cannabis kann zu Abhängigkeitserkrankungen führen. Es gibt natürlich auch minderschwere cannabisbezogene Störungen. Und verschiedene Studien haben eben gezeigt, dass die durchaus nicht im Nullbereich liegen, sondern in verschiedenen Studien zwischen 39%. Und was ich sehr erschreckend finde und was Herr Lauterbach ja auch immer mal wieder zwischen den Zeilen sagt, das Problem sind besonders die jungen Leute, bei denen ist das Problem nämlich mehrfach so hoch. Das heißt, wenn wir zwischen 39% die Mitte nehmen, 20% und das mit der Zahl multiplizieren, die das bei jungen Leuten bedeutet, dann heißt das, wer früh anfängt, hat eine unendlich große Chance, eine Störung zu entwickeln.
Gut, was machen wir in der MPU? Damit will ich Sie nicht lange langweilen. Wir sprechen natürlich mit dem Patienten, der Arzt. Wir machen eine körperliche Untersuchung, Blutentnahmen. Wir gucken uns an, ob der Abstinenzbelege mitbringt. Das Herzstück ist sicherlich die psychologische Untersuchung. Das heißt, da wird ausführlich darüber gesprochen, wie es zu der Fahrt gekommen ist. War ja vorhin auch schon mal gefragt worden, warum machen die Leute das? Warum fahren die denn besoffen? Ne? Und da ist es natürlich die oberflächliche Antwort, naja, ich muss ja irgendwie nach Hause kommen, ne? Ich war ja nun mal da. Aber es gibt natürlich ganz andere Gründe, die man sich selber erstmal klar machen muss. Warum bin ich besoffen oder warum bin ich unter Drogen gefahren? Warum habe ich nicht andere Möglichkeiten gewählt? Das ist natürlich immer das Bequemste, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Hat derjenige jetzt ein entsprechendes Problembewusstsein entwickelt? Hat er jetzt eine Idee, warum er zu viel getrunken hat und warum er Drogen nimmt? Und insbesondere dann, wenn er sagt, okay, das tue ich jetzt nicht mehr oder nicht mehr in dem Maße, hat er denn dann Rückfallvermeidungsstrategien? Denn die Gefahr ist ja immer, wenn das eine Weile her ist, dass man alle guten Vorsätze wieder vergisst. Kennen wir jedes Jahr zu Silvester. Ne? Okay, es ist ein interdisziplinäres Gutachten, das heißt, wir versuchen wirklich miteinander zu einem Ergebnis zu kommen. Es gibt Richtlinien dafür, ich glaube, ich habe meine Zeit schon überschritten. Die Richtlinien sind die Begutachtungsleitlinien natürlich in erster Linie und die Fahrerlaubnisverordnung. Und es gibt zusätzlich noch ausführliche Beurteilungskriterien, nach denen wir uns dann orientieren. Ein zweites großes Problem, was man nicht vergessen kann, der Führerschein ist unendlich wichtig für viele Leute und dementsprechend gibt es ganz, ganz viel Luch und Betrug und Fälschungen. Hier nur ein Beispiel, das würde ich sagen, vergeht kein Monat, wo die Fahrerlaubnisbehörde nicht bei uns anruft und sagt, haben wir hier ein wirkliches Gutachten von Ihnen vorliegen oder wo sogar der Staatsanwalt mal kommt und eine Akte einzieht und dergleichen mehr, weil Fälschungen vorkommen. Der Führerschein ist wichtig und viele versuchen natürlich, die Maßnahmen zu umgehen. Das heißt, es wird nicht nur das MPU-Gutachten gefälscht, sondern auch vorgelegte Abstinenzbelege, Erste-Hilfe-Bescheinigungen. Ne? Also man kann Geld fälschen, dann kann man auch eine Abstinenzbescheinigung fälschen. Okay, damit bin ich eigentlich durch. Ich bin kein Freund von Fantasy-Romanen, aber nichtsdestotrotz habe ich das neulich gelesen und fand es einfach ganz herrlich. Das ist ein schon verstorbener Schriftsteller, ein Engländer bezeichnenderweise, der Scheibenweltromane geschrieben hat. Und da soll ein Bürgermeister vorkommen, der sagt, ich habe keinen besonderen Einwand dagegen, dass Leute Substanzen zu sich nehmen, dank derer sie sich besser oder zufriedener fühlen. Oder sie kleine tanzende lila Feen sehen oder möglicherweise sogar ihren Gott. Es ist ihr eigenes Gehirn und die Gesellschaft hat keine Ansprüche darauf, solange sie in dem Zustand keine Maschinen bedienen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Dr. Zund vom TÜV Nord, sehr launig. Ich frage mal zuallererst, haben Sie Fragen? Einmal hier im Saal. Alle total happy mit der MPU, wie das so läuft? Und im Chat? Aktuell keine Fragen. Es ist ja so, wer an der MPU teilnimmt, Sie haben ja schon gesagt, das Herzstück ist die... Jetzt doch. MPU und die Schulungsinstitute, ja. Wenn Sie dazu vielleicht noch mal etwas sagen würden. Frage ist nämlich, wenn jemand so einfach hingeht, ohne geschult zu sein, ist das Ergebnis so, lässt er sich schulen, ist das Ergebnis anders und der Mensch ist aber derselbe, nur er verhält sich geschickter? Oder wie sehen Sie das? Okay, also wir versuchen natürlich sehr wohl zu unterscheiden, ob jemand auswendig Gelerntes sagt. Ne? Wir versuchen im Gespräch sehr gut zu erfragen, was wirklich die tiefen Hintergründe sind. Und es genügt nicht zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr und es genügt nicht zu sagen, ich habe das jetzt gelernt, sondern da müssen wirklich ganz individuelle Dinge gesagt werden, was hat sich in meinem Leben verändert, was ist bei mir anders geworden, damit mir so etwas nicht mehr passiert. Natürlich kann eine
Intervention, eine psychologische Maßnahme dazu ganz wesentlich beitragen. Man kann das im Prinzip aber natürlich auch selber. Ich werde nie vergessen, ein älterer Herr, der eine Trunkenheitsfahrt hatte und kurz nach dieser Trunkenheitsfahrt musste er ins Krankenhaus, war lange geplant, hat ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Hat Zeit gehabt, hat rumgelegen, ne? So zwischen den krankengymnastischen Übungen und hat nachgedacht über sein Unglück, was ihm da passiert ist mit dieser Trunkenheitsfahrt. Und dann hat er gesagt, dann habe ich mir von meiner Frau ein Heftchen mitbringen lassen. Und dann habe ich in dem Heftchen mal aufgeschrieben, wann ich in meinem Leben wie viel zu welchen Anlässen getrunken habe. Ne? Wie war das, als ich in der Ausbildung war? Wie war das, als ich dann Familie gegründet habe und so weiter? So. Und dann habe ich gesehen, ne, das ging so und ging so und ging so. Und dann habe ich mir überlegt, was war denn in den verschiedenen Phasen, wo war das so? Und der hat genau seine Problematik ganz alleine für sich rausgearbeitet. Das geht, aber das können die wenigsten. Ne? Das können die wenigsten. Der hat auch eine positive MPU bekommen, der hatte sein Ding gelernt. Es nützt natürlich selbst aber die beste Maßnahme nicht, wenn jemand es nur absitzt. Hm? Aber ja, natürlich, ja. Ja, ja. Ja, genau, die sind sicherlich da und natürlich gibt es auch MPUs, die verkehrt waren, wo die Prognose nicht gestimmt hat, ne, die eben doch wieder auffallen. Also müsste Ihrer Meinung nach dann doch an gewissen Stellen nachgebessert werden, was die Qualität der MPUs betrifft, wenn es eben diese hohe Zahl der Rückfälle gibt? Ich glaube, ein besseres Verfahren haben wir nicht. Und wenn ich das gerade aus Luxemburg gehört habe, dann finde ich, ist das bei uns schon deutlich umfangreicher. Denn nur so eine Haarprobe sagt ja gar nichts. Das sagt, er hatte das letzte Vierteljahr nichts getrunken. Ne? Sich ein Vierteljahr zusammenzureißen, schaffen viele. Um wirklich Veränderungen zu zeigen, gehen die Psychologen immer davon aus, braucht es ein Jahr, dann ist alles einmal gewesen, dann habe ich Geburtstag gehabt, dann war Weihnachten, ne, dann waren meine Kinder zu Besuch und wenn ich das alles eben ohne Alkohol abgearbeitet habe, dann habe ich wirklich gezeigt, ich habe mich da verändert und ich habe ein anderes Leben erreicht. Ne? Das heißt also, ich glaube schon, dass wir ein gutes Verfahren haben. Verbesserungswürdig ist immer alles. Eine Frage haben wir noch. Im Chat ist jemand sehr gut informiert und fragt nach der Änderung, die am Cannabisgesetz, der Änderung der Fahrerlaubnisverordnung, die am Cannabisgesetz dranhing. Sie hatten da schon so einen kleinen Hinweis drauf gegeben. Wie gehen denn die Begutachtungsstellen jetzt mit der aktuellen Situation um? Müssen die Begutachtungsleitlinien angepasst werden oder geht das auch sozusagen so weiter? Ja, okay. Also sicherlich in einigen Punkten eine Änderung nötig. Was der Gesetzgeber ja will, ist ein Gleichzurren von Alkohol und Cannabis. Das ist nicht möglich. Das wird nie zu 100% möglich sein, weil es einfach eine ganz andere Substanz ist. Wir sehen aber an der Fahrerlaubnisverordnung, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich damit auskennt, dass man praktisch für Cannabis einen extra Paragraphen dazwischen geschoben hat und der ist am Alkohol angehängt. Also in der Fahrerlaubnisverordnung ist der Paragraph 13 für Alkohol, der Paragraph 14 für Drogen und jetzt hat man dazwischen gemogelt 13a für Cannabis, bezeichnend, dass es 13a und nicht 14a geworden ist. Ne? Also es soll zum Alkohol. Das ist eindeutig das, was der Gesetzgeber will. Wir müssen sicher, oder die Ersten, die anders arbeiten müssen, sind die Fahrerlaubnisbehörden. Ne? Das heißt, es werden jetzt Leute kommen, denen ist die Fahrerlaubnis oder ist eine MPU angeordnet worden nach einmaliger Fahrt unter Cannabis-Einfluss. Und die kommen jetzt und sagen, hier, steht ja nicht mehr, da steht erst nach zweimaliger Fahrt unter Cannabis-Einfluss. Und da werden die Fahrerlaubnisbehörden vermutlich in den meisten Fällen die Fahrerlaubnis jetzt so wieder erteilen. Ne? Das heißt also, da wird sich als erstes was ändern. Die Beurteilungskriterien an sich haben sich, also es gibt eine kurze Stellungnahme schon, dass wir bei den minderschweren Fällen eben über die Abstinenzbelege anders nachlegen müssen, weil die eben nicht mehr zwingend abstinent sein müssen. Wer ein richtiges Drogenproblem hat, für den ändert sich nichts. Das ist vergleichbar mit Alkohol. Wer ein Alkoholproblem hat, für den ändert sich auch nichts. Da gilt einfach nur die Abstinenz. Dr. Renate Zund, vielen Dank. Gerne.
Wir wollen natürlich heute Abend auch noch über Lösungen sprechen. Und da sind zwei Worte auch immer wieder gefallen: Repression und Prävention. Und dazu möchte ich jetzt zwei Gäste auf die Bühne bitten. Einmal Marco Scheler, der Geschäftsführer der Kommission Verkehr bei der Deutschen Polizeigewerkschaft. Und wir haben Marina Bayer, Kampagnenreferentin beim DVR. Hallo. So, dann fangen wir mal mit der Repression an, mit der Arbeit bei der Polizei. Wie haben denn Ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt auf diesen neuen, erstmal auf die Teillegalisierung reagiert, die jetzt nun seit April gilt, von Cannabis? Ja, zwei Wörter. Zum einen Verwunderung auf der einen Seite, dass überhaupt für uns unvorstellbar vor einigen Jahren noch gewesen, dass wir ein Betäubungsmittel legalisieren in Deutschland. Auf der anderen Seite Verunsicherung natürlich auch, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Ich will mal eine kleine Anekdote bringen. Viele Kollegen waren natürlich direkt in der Nacht zum 1. April recht verwundert darüber, wie schnell doch Cannabis wachsen kann innerhalb weniger Minuten. Und am Brandenburger Tor dann mehrere hundert Leute da am Konsumieren war. Aber Spaß beiseite. Wir haben natürlich ganz andere Problemstellungen, die sich ergeben, insbesondere die Umsetzung des Konsum-Cannabis-Gesetzes. Wir reden von 100 Meter Sichtweiten und so weiter und so fort. Das Ganze kann momentan gar nicht umgesetzt werden. Das heißt, die statistischen Zahlen, die aktuell von der Presse irgendwo hinaus posaunt werden, die sind überhaupt nicht valide und das stellt überhaupt nicht das Realitätsbild dar, auch aus eigener Erfahrung, die ich gemacht habe. Um den Schwenk so ein bisschen jetzt in Richtung Straßenverkehr zu kriegen, möchte ich ganz kurz noch darauf hinweisen, dass ja meistens Kriminalitätswege auch Verkehrswege sind. Das deckt sich. Wenn ich mit den Kollegen aktuell darüber spreche, die auf den Autobahnen unterwegs sind, das heißt gerade auch so dieser Handelsverkehr von Betäubungsmitteln oder jetzt auch Cannabis, wenn die dann einen größeren Fund machen, dann besteht Verunsicherung an der Stelle. Denn wir müssen gucken, wie viel Cannabis ist das jetzt? Wir haben ja jetzt, ich sage jetzt mal, die Freimengen in getrocknetem Zustand. Das heißt, auch das muss gewährleistet sein an der Stelle. Entgegen der Verlautbarung unseres Bundesgesundheitsministers haben wir keine geeichten Wagen in den Funkstreifenwagen bei uns drin. Das heißt, auch da können wir natürlich nicht feststellen, wie schwer ist das Ganze. Das heißt, die Kollegen sind verunsichert draußen. Wann wird jetzt sichergestellt, wann nicht? Und genauso agieren aktuell auch die Staatsanwaltschaften. Wie bereiten Sie sich auf die Drogentests vor? Sind Sie da schon irgendwie ausgestattet worden? Also Drogentests als solche sind ja bei uns in der Polizei schon seit weit über 20 Jahren jetzt Usus. Das ist nichts Neues. Wir arbeiten überwiegend mit Speichel- und Urintests an der Stelle. Die haben wir auch in der Ausstattung von verschiedensten Firmen. Das ist nicht das Problem. Das Problem wird sein, dass wir uns jetzt mit dem neuen Grenzwert die Drogentests anpassen müssen. Das heißt, die Cut-off-Werte müssen angepasst werden. Und da treffen Sie genau den Nagel auf den Kopf an der Stelle. Ich war vor einer Woche im Verkehrsausschuss als Sachverständiger des Bundestages unterwegs und habe mal darauf hingewiesen, dass wir jetzt mit dem aktuellen Gesetzentwurf verschiedene Grenzwerte haben, nämlich 1,9. 0 Nanogramm und 3,5 Nanogramm. Das heißt, wir müssen entweder einen Kombitest entwickeln, wir müssen mit mehreren verschiedenen Tests arbeiten. Das macht das Ganze nicht einfacher. Und jetzt haben wir ja heute noch gehört, vielen Dank auch an den Kollegen aus Luxemburg, denn die Expertengruppe hat ja Speicheltests empfohlen an der Stelle. Und Speicheltests haben ihre Tücken an der Stelle. Sie sind nicht nur viel teurer als Urintests, das lassen wir mal so stehen an der Stelle, aber auch die Handhabung plus die Zuverlässigkeit ist natürlich ein Thema. Was wäre Ihrer Meinung nach die beste Prävention? Ist es Ihrer Meinung nach nur die Repression? Nein, ganz und gar nicht. Also Repression ist ein Teil, den wir als Polizei bedienen. Repression ist ja quasi eine, ich sag jetzt mal, individuelle Prävention. Das heißt, wir sprechen mit dem Bürger per se. Wir werden durch Durchführung von Sanktionen auch spezialpräventiv tätig. Das heißt, derjenige merkt, okay, ich habe was falsch gemacht, das mache ich zukünftig nicht mehr. Das ist natürlich unser großes Schwert, was wir als Polizei haben an der Stelle. Aber wir sind natürlich auch präventiv tätig, indem wir Öffentlichkeitskampagnen in kleiner Form, da wird gleich noch der Schwenk kommen vom DVR, aber auch, was unser großes Prä ist, dass wir beispielsweise direkt auch an die Leute rankommen. Wir gehen in die Schulen, wir gehen in die Fahrschulen, machen Aufklärungsarbeit. Und da, denke ich, haben wir auch einen guten Hebel. Frau Bayer, Sie sind Kampagnenreferentin beim DVR, machen also ganz, ganz wichtige Arbeit. Wir haben seit Beginn dieser Veranstaltung ist immer wieder das Wort Kampagne gefallen. Und Sie stecken da quasi auch nicht ganz in den letzten Vorbereitungen, aber da wird auf jeden Fall was geplant vom DVR. Was können Sie uns da verraten? Wir bereiten beim DVR eine Präventionskampagne vor zum Cannabis im Straßenverkehr, die demnächst gestartet wird.
Und ich möchte gar nicht so viel dazu verraten. Ehrlich gesagt, wir stecken noch mittendrin in der Konzeptionsphase, in der Planungsphase. Was sind dabei die größten Herausforderungen bei so einer Präventionskampagne? Das ist eine gute Frage. Da würde ich auch erstmal ein bisschen ausholen und sagen, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Wir brauchen jetzt natürlich dringend eine breite und intensive Aufklärung. Weil durch die Teillegalisierung, durch den angehobenen Grenzwert einfach falsche Signale oder gefährliche Signale an die Bevölkerung gesendet werden. Und wir einfach befürchten aus Sicht der Verkehrssicherheit, dass hier eine Verharmlosung in der Gesellschaft stattfinden kann, dass die Hemmschwelle insgesamt sinkt, zu kiffen, sich danach in Steuer zu setzen, vielleicht mehr zu kiffen als zuvor, weil es verfügbarer ist, das mal auszuprobieren, zum Neukonsumenten zu werden, der vielleicht gar nicht so viel Erfahrung damit hat und so weiter. Wie können denn aber solche Kampagnen dann auch wirklich funktionieren und dass sie eben nicht verpuffen? Also was muss bei der Ansprache beachtet werden? Ich überlege gerade, wie ich so den Schwenk zu dem zurückbekomme, was ich gerade gesagt habe. Wir müssen jetzt so viele Menschen wie möglich erreichen. Wie machen wir das? Das heißt, wir müssen diesen Menschen die Botschaft vermitteln, Cannabis ist eine ernsthafte Gefahr im Straßenverkehr und sie ist es weiterhin und immer noch, obwohl jetzt legalisiert wurde und der Grenzwert angehoben wurde. Und dafür brauchen wir eine große Aufmerksamkeit für das Thema, wir brauchen eine große Reichweite und wir brauchen eine gewisse Kontakthäufigkeit mit den präventiven Botschaften. Und dafür brauchen wir große finanzielle Ressourcen und wir brauchen Zeit. Und ein gutes Beispiel dafür sind die Kampagnen gegen Alkohol am Steuer. Die sind erfolgreich, die haben auch heute als Erfolgsgeschichte bezeichnet, gehört. Und dafür braucht es also viele Jahre. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt eine Situation geschaffen haben oder geschaffen bekommen haben, die uns für viele Jahre beschäftigen wird in der Verkehrssicherheit. Und wir bereiten jetzt eine Kampagne vor, wir werden unseren Beitrag dazu leisten. Aber es braucht natürlich viel mehr finanzielle Mittel dafür und auch viel mehr Engagement und Einsatz von weiteren Akteuren, allen voran der Bundesregierung, die jetzt einfach mit den neuen Regelungen, wir haben es gerade gehört, nicht nur der höhere Grenzwert, sondern auch im PUU ist beim zweiten Verstoß, einfach höhere Risiken im Straßenverkehr in Kauf genommen hat. Vorhin ist auch das Stichwort Social Media gefallen. Wie wichtig ist das bei so einer Kampagne? Also, dass man eben nicht bei den üblichen Ausspielwegen bleibt, sondern sich breit aufstellt? Die Ausspielungswege für die präventiven Botschaften, die richten sich natürlich immer daran, wen man erreichen möchte, also in den Zielgruppen. Die Zielgruppe in unserer Kampagne, da gehen wir ganz gefährdungsorientiert vor, wir schauen uns an, welche Menschen in Deutschland konsumieren denn Cannabis am meisten und sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Und das sind junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. An die wird sich unsere Kampagne primär richten. Wir richten uns auch sekundär an Ältere bis 39 Jahren, aber primär an junge Menschen. Und natürlich erreichen wir sie über die Kanäle und die Formate, die sie am häufigsten nutzen. Da sind soziale Medien, das haben Sie auch zu Anfang der Veranstaltung gesagt. Sie haben TikTok erwähnt, es gibt viele weitere Kanäle. Es ist YouTube, es ist Twitch, es ist Instagram. Das sind aber auch TV-Streaming-Kanäle, das ist Audio-Streaming wie Spotify und so weiter. Die müssen wir bedienen. Wir gehen auch die klassischen Wege. Wir werden auf unserer Internetseite natürlich weiterführende Informationen bereitstellen und auch interaktive Module einbauen, wo die Menschen sich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen können. Aber abseits dieser ganzen medialen, mittelbaren Wege ist das, was Herr Scheler gerade gesagt hat, auch diese unmittelbare persönliche Prävention vor Ort, face-to-face, die die Polizeien in den Bundesländern leisten, in den Schulen, in den Berufsschulen, in den Fahrschulen, wahnsinnig wertvoll. Und deswegen werden wir die Polizei natürlich auch als wichtigen Multiplikator und Partner in der Kampagne einbeziehen. Sie haben uns auch ein Beispiel mitgebracht. Es gibt ja auch Länder, die schon mit Kampagnen an den Start gegangen sind. Ist es ein Positivbeispiel? Also sagen Sie, so kann es funktionieren? Es gibt viele verschiedene Kampagnen in Ländern, die legalisiert haben, so wie USA oder Kanada. Aber es gibt auch Kampagnenländer, in denen Cannabis nicht legal ist, Irland oder Australien. Und wenn wir uns diese Kampagnen anschauen, dann sehen wir, dass die sich auch im Fokus an junge Menschen richten, oft an junge männliche Fahrende und dass die mit so einer Kombination aus Botschaften arbeiten. Einerseits der Botschaft, es ist gefährlich, schütze dich und andere, und andererseits der klaren Botschaft, die Polizei kriegt dich und das wird richtig teuer für dich. Und das heißt, hier wird oft mit der Mechanik der Abschreckung und der Warnung gearbeitet
Und wenn Sie fragen, ob wir uns daran richten sollen, wir können uns auch gleich einen Spot angucken als Beispiel, den ich mitgebracht habe aus Kanada. Da würde ich sagen, ist es wichtig, dass Kommunikation sich immer nach dem kulturellen Hintergrund richtet. Also in den USA mögen sanktionsbasierte Botschaften gut ankommen, die sind vielleicht dann notwendig. Sowas wie Warnungen an der Tagesordnung, Caution, it's hot, Caution, wet floor. An der Mikrowelle, die man kauft, steht, man darf seine Katze nicht da drin trocknen. Also es sind überall Warnungen, das wäre für uns ungewöhnlich. Deswegen würde ich sagen, es macht keinen Sinn, sich eins zu eins an solchen Kampagnen zu orientieren. Bei uns in Deutschland ist die Verkehrssicherheitsprävention eher sicherheitsorientiert. Und gerade bei der jungen Zielgruppe finde ich eine Strategie, die vielleicht mit Infotainment oder mit Humor arbeitet, die bewährte Maßnahmen aus der Drogenprävention einbezieht. Da haben sich zum Beispiel Maßnahmen bewährt, die die Zielgruppen aktiv in das Thema einbinden. Das sind Gamification-Formate, also spielbasierte Ansätze. Das sind Wettbewerbe, das sind Quizze, wo man wirklich so sich selbst mit dem Thema beschäftigt. Und ich glaube, das ist für uns in Deutschland der richtigere Weg. Wir sind sehr gespannt, wie diese Kampagne dann aussehen wird. Aber schauen uns jetzt einmal das Beispiel an. Dankeschön für dieses Beispiel. Wollen Sie noch? Also Sie sagen, das ist zu viel Warnung für den deutschen Markt. Man kann so arbeiten, durchaus. Aber die Erfahrung zeigt, dass, wie ich gerade gesagt habe, Maßnahmen, die mit anderen Mechaniken arbeiten, oder die Menschen vielleicht aktiver reinholen oder über Humor gehen, dass das eher aufgenommen wird. Also solche Darstellungen, die drastisch sind, wir haben vorhin ein drastisches Beispiel gesehen an dem Vortrag von Dr. Spering, aber auch Darstellung von Unfällen, Darstellung von trauernden Eltern, die vielleicht ihre jugendlichen Kinder bei einem Unfall verloren haben. Das wird bei der jungen Zielgruppe, die wir anvisieren im Fokus, eher abgelehnt und ist nie so erfolgreich. Haben Sie Fragen an Herrn Scheler oder Frau Bayer? Dann haben wir hier. Es gibt ja die berühmten oder bekannten Cannabis-Social-Clubs. Bevor überhaupt die Legalisierung kam, wurde ich gefragt, was ich davon halte, wenn man Kontakt aufnimmt. Wir Kontakt aufnehmen. Und das haben wir gemacht. Wir sind jetzt dabei, in Nordrhein-Westfalen ein Pilotprojekt zu fahren, in dem zum Beispiel Professor Daltrup und der Landesvorsitzende dort, dass die also sehr engen Kontakt zum dortigen Cannabis-Social-Club haben und berichten über das eine oder andere und natürlich informieren. Ich halte das aus jetziger Sicht für einen möglichen Weg, um auf eine bestimmte Gruppe einzuwirken. Darüber hinaus gibt es sicherlich viele andere Möglichkeiten. In den Sinn kam ja eben der siebte Sinn, den es früher mal gab, wo wir hier ja im Grunde die ganze Bevölkerung informieren müssen und nicht nur über das Autofahren, sondern über die Legalisierung und die Gefahren und so weiter, ob man nicht da mal drüber nachdenkt. Nun ist Fernsehen, das lineare Fernsehen, nicht mehr so ganz attraktiv und es sitzen nicht alle um 7:45 vom Bildschirm, aber so etwas könnte man doch vielleicht auch mal oder Ähnliches andenken. Danke für diese Ergänzung. Ich kenne natürlich auch die Postkarten, die Sie gemeinsam mit dem Cannabis Club schon entwickelt haben. Und wir können jetzt im Nachgang noch näher über mögliche weitere Kooperationen in dem Zusammenhang unterhalten. Ich würde ganz kurz noch was dazu sagen. Also den siebten Sinn möchte ich gerne aufgreifen. Tolle Idee, schon vor Jahrzehnten gewesen. Auch wir als Deutsche Polizeigewerkschaft haben tatsächlich eine solche Position, die das Aufleben eines solchen Formates wieder fordert, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich in anderem Format. Soziale Medien etc. Punkt 1. Punkt 2, wo Sie gerade die Anbauvereine angesprochen haben als Beispiel. Ich hoffe, ich zitiere jetzt richtig. Paragraph 21 Absatz 3 Nummer 4 Konsum-Cannabis-Gesetz schreibt nämlich vor, dass diese Anbauvereine beim Verkauf darüber aufklären müssen, welche Gefahren für den Straßenverkehr damit einhergehen. Und genau das ist der Riesenpunkt, den ich auch... Ich hatte so eine kleine Folie vorbereitet, da stand das auch drauf, dass wir als Polizei da unbedingt auch mit eingebunden werden sollten an dieser Stelle. Ja, da sehen wir es, rechts unten,
ich habe sogar richtig zitiert, wunderbar, dass das für uns ein Kernfeld wird, damit wir auch dort Prävention direkt am Mann und an der Frau betreiben können. Dankeschön an Marco Scheler, Dankeschön an Marina Bayer. Und bevor, gerne auch ein Applaus. Es gibt noch eine Frage. Immer diese Moderatorin, zwei Fragen sogar, die immer alles abmoderieren will. Ja, Ahmed Basiu, VEFD. Tatsächlich habe ich keine Frage, sondern nur einen Hinweis. Ich glaube, also zumindest seitdem ich jetzt denken kann, ist es das erste Mal in der Geschichte, dass wir etwas legalisieren, wovon wir eigentlich denken, dass es ja eigentlich gefährlich ist und dass es vor kurzem noch ein Betäubungsmittel gewesen ist. Ich glaube, was Kampagnen angeht, jetzt schwere Unfälle und so ein Video zu zeigen, würde ja im Umkehrschluss, wenn ich das übersetze, bedeuten, dass die Politik das erlaubt und duldet. Ich glaube, das wäre der falsche Weg in der Kommunikation. Ich glaube, wir müssen eher die jungen Menschen darüber aufklären, dass etwas legalisiert wurde, aber nicht für den Straßenverkehr. Also eher mit Maßnahmen aufzuklären, anstatt jetzt mit Schockvideos oder gefährlichen Situationen die Leute darüber aufzuklären, was daraus resultiert. Weil nochmal der junge Mensch im Umkehrschluss sich die Frage stellt, wenn es doch so kriminell ist, wieso erlaubt unser Gesundheitsminister, der quasi ja eigentlich das höchste Gut schützen soll, nämlich uns im Gesundheitswesen, ist halt schwierig darzustellen aus meiner Sicht. Vielen Dank. Alles gesagt an dieser Stelle. Kann ich etwas noch dazu sagen? Bitte. Absolut richtig, was Sie sagen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir über Abschreckung gehen sollten oder nur solche Spots zeigen. Kampagnen sind natürlich ein orchestrierter Blumenstrauß an Kommunikationsmaßnahmen, die alle aufeinander abgestimmt sind, ne, um verschiedene Touchpoints sozusagen zu haben, wo Menschen die Zielgruppe mit den präventiven Botschaften konfrontiert und sensibilisiert wird. Aber das, was Sie gerade angesprochen haben, ist sehr wichtig. Das ist eine Herausforderung für die Kommunikation in den Kampagnen, die Menschen glaubwürdig anzusprechen und sie davon zu überzeugen, dass es nicht gut ist, zu kiffen und danach zu fahren, weil die Umstände jetzt so sind, ne, weil es jetzt legal ist und noch der Grenzwert zum Beispiel angehoben wird. Und wir sehen das bereits in den sozialen Medien. Wir beobachten das sehr genau. Und dort sehen wir zum Beispiel solche Argumentationen. Warum soll das dann so gefährlich sein? Das ist doch jetzt legal. Lass die Kirche im Dorf. Es gibt eine Bestärkung solcher Argumentationen, weil Menschen, User in den sozialen Medien behaupten, ich kiffe schon so viele Jahre und ich fahre danach, ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Und das ist ja auch, was die Meinungsbildung der jungen Menschen in den sozialen Medien beeinflusst. Es gibt viele, die behaupten, sie hätten ihren Führerschein, ihre Fahrprüfung bestanden und sie waren dabei bekifft und der Fahrprüfer hat es nicht mal gemerkt. Und gegen sowas müssen wir anargumentieren. Also nicht nur das, was Sie jetzt beschrieben haben, sondern diese Stimmen, die da bereits so diese Verharmlosung weiter vorantreiben. Und das ist eine große Herausforderung. Und da reicht natürlich nicht ein Spot. Das ist viel mehr. Und ich gehe davon aus, dass wir viele, viele Jahre uns noch damit beschäftigen werden in der Präventionsarbeit. Und die Botschaft ist auch angekommen, dafür braucht es vor allen Dingen finanzielle Mittel. Yes. Marco Scheler, Marina Bayer, vielen Dank. Und bevor wir uns in den weiteren Abend verabschieden mit weiteren alkoholfreien Cocktails und auch was zu essen, möchte ich jetzt noch abgeben an einen ganz besonderen Mann, an Jakob Morgenstern. Er ist klinischer Chemiker, der hat sich intensiv mit der Entwicklung von Drogentests beschäftigt und ist Experte im Gebiet der Drogen- und Urinkontrolle und ganz nebenbei Science Slammer. Hallo, herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Sie haben es gleich geschafft. Jetzt wird es noch mal ein bisschen humorvoll, wer das Format noch nicht ganz kennt. Man versucht, Wissenschaft zu abstrahieren und meine Wissenschaft ist, Drogenscreenings weiterzuentwickeln, zu optimieren und das hat natürlich auch viele Punkte, ja, Berührungspunkte zu den ganzen Themen heute Abend hier. Die goldenen Zeiten des Drogenscreenings. Die wenigsten
wenigsten Konsumenten oder die wenigsten Menschen wollen beim Konsum erwischt werden. Das ist ganz klar. Und deswegen greifen sie sehr häufig in die Trickkiste. Manche greifen da sehr tief rein, das werde ich gleich zeigen. Und manche kriegen nicht mal den Deckel richtig auf. Es gibt eigentlich so zwei Typen beim positiven Drogenscreening oder der Umgang damit. Es gibt den Typen, der danach sagt, das kann nicht sein, ich habe überhaupt noch nie Drogen genommen und deshalb muss der Test falsch positiv sein. Das sind meistens ziemlich erbärmliche Ausreden, die da kommen. Die Polizisten werden das, glaube ich, wissen hier im Raum. Und es gibt den anderen Typen und der ist sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Tests. Der weiß ganz genau, wie es im Körper abläuft. Und wir gehen kurz auf den ersten Typen ein. Der erste Typ kommt mit irgendwelchen, ja, also er ist durch eine Wolke Cannabisrauch, irgendjemand hat einen gekifft und passiv ist er high geworden. Oder er hat 20 Mohnkuchen gegessen und hat deswegen positive Tests. Es ist meistens wirklich sehr erbärmlich und jeder Gutachter, und sowas mache ich natürlich auch in meinem Alltag, nimmt dazu Stellung, aber muss natürlich schmunzeln. Aber in meiner noch nicht so langen Karriere in dem Bereich, aber mir ist schon mal was untergekommen aus Bayern und das möchte ich hier kurz vorstellen. Das ist wirklich die absurdeste Erklärung, die jemals unter die Augen gekommen ist. Es ging um einen jungen Mann, der wurde erwischt, nachts, hat Auffälligkeiten gezeigt, veränderte Pupillenreaktion. Die Polizei hat ihn natürlich sofort daraufhin angehalten. Der Vortest im Urin war auch direkt positiv. Und bei der Blutabnahme dann auf der Wache wurde Benzoyleconin festgestellt. Und Benzoyleconin ist das Abbauprodukt von Kokain. Kokain selbst war negativ und das ist auch relativ plausibel, denn Kokain wird im Körper extrem schnell verstoffwechselt. Und deswegen sagt der Gesetzgeber auch, wenn das Abbauprodukt Benzoyleconin festgestellt wird, dann ist in der Regel der Führerschein sofort weg. Und wenn es um den Führerschein geht, das wissen die meisten hier auch, denke ich, auch gerade, wenn wir hier gerade von der MPU gehört haben, da wird mit allen Mitteln versucht, irgendwie sich dran zu klammern. Und dieser Anwalt hatte die folgende Idee, nachdem diese Werte eben bekannt wurden. Der Kläger selbst habe keine Drogen konsumiert. Der Kläger sei von einer Privatparty der speziellen Art gekommen, auf welcher sexuelle Handlungen in Verbindung mit Natursekt spielen, also der Abgabe und Aufnahme von Urin, praktiziert worden seien. Als neigungsbedingt passiver Part habe der Kläger dabei nicht unerhebliche Mengen an Urin oral aufgenommen. Letztlich ließe sich hiermit der positive Test erklären, da Kokain nachweislich auch durch Urin aufgenommen werden könnte. Ich nehme an, das war die Reaktion der Mitarbeiter im Verwaltungsgericht Augsburg, als sie diese Stellungnahme gehört haben. Und das Verrückte daran ist aber, das ist medizinisch-physiologisch sogar irgendwo plausibel. Also ja, das ist wirklich leider so. Und das Gericht hat dann daraufhin einen Kollegen von mir aus Bayern beauftragt, schau dir das doch bitte mal an. Wie sieht das aus? Ist das von der Pharmakokinetik? Also wie ist das möglich? Und der hat dann ausgerechnet, dass bei moderatem Kokainkonsum durch den aktiven Part dieser Konstellation ungefähr 6 bis 8 Liter Urin in einer relativ kurzen Zeit aufgenommen werden musste, damit solche Werte im Blut festgestellt wurden. Und daraufhin wurde dieser Führerschein natürlich endgültig entzogen. Aber für meinen Begriffe Chapeau an den Anwalt, Wahnsinnsgeschichte. Kommen wir zu dem zweiten Typen. Der ist sehr gut vorbereitet und der ist eigentlich für uns im Labor auch sehr gefährlich. Denn der weiß ganz genau, wo liegen unsere Grenzwerte. Der weiß, wie man damit umgeht, wie schnell der Körper bestimmte Drogen abbaut. Der kommt meistens auch um diesen Drogentest herum. Der hat negative Tests. Und das Verrückte dabei ist, der weiß auch ganz genau, dass die meisten Vortests im Urin stattfinden. Wir haben ja heute schon von vielen Materialien gehört, aber Urin ist nicht nur wegen seiner Farbe beim Drogenscreening der Goldstandard. Denn im Urin akkumulieren sehr viele Substanzen und deshalb können wir das im Labor, das braucht jeder, das ist einfach, Sie haben auch, glaube ich, schon erwähnt, Speichel ist jetzt nicht das Beste. Das machen wir zwar für hier die Justizvollzugsanstalten in Berlin, aber Urin ist wirklich der Goldstandard. Und das weiß dieser Typ. Und deswegen bereitet sich der sehr gut vor. Und was man dazu sagen muss,
der weiß auch, dass bei so einer Urinkontrolle, denn das ist hier der Ablauf, man kommt dort an und dann muss man im letzten Schritt, im dritten Schritt Urin abgeben, der weiß, dass das unter Sicht stattfindet. Ja, der, also da guckt jemand zu, denn das ist durchaus möglich, dass jemand Fremdurin mitbringt. Das ist auch bei der MPU übrigens noch so, denn häufig sind es Männer, die das erstmal machen. Also es gibt kaum Frauen, die bei der Urinabgabe betrügen. 95% der Betrugsversuche werden durch Männer durchgeführt. Und wie machen die das jetzt? Die bringen nicht Apfelsaft oder irgendwie den Urin ihrer Großmutter mit. Das ist der Squeeny Weenie in seiner fünften Generation. Ein handgefertigter Silikonpenis, formschön, den man sich einfach umschnallen kann, wenn man jetzt in eine Kontrolle kommt. Oben ist so ein synthetisches Urinpäckchen dran und dann kann man eigentlich ganz beruhigt dort in den Becher pinkeln und der Test fällt negativ aus. Und wer jetzt denkt, das ist ein Nischenprodukt, Sie sehen schon, das ist die fünfte Variante, das ist ein ganzer Wirtschaftszweig, der sich da gebildet hat. Das Ganze gibt es noch in multiplen Varianten, für den Winter eher in Nordic White oder für den Sommer Latino Brown, mein Favorit. Gut, wo ist jetzt eigentlich hier der Science, fragt sich vielleicht der ein oder andere, wo kommt jetzt hier die Wissenschaft? Die Squeeny-Weenie-Industrie steht kurz vor dem Zusammenbruch. Ja, das ist jetzt wirklich kein Scherz. Denn es wurde gegen diese beaufsichtigte Urinabgabe geklagt. Also diese Drogenscreening, ja, das wurde verboten. Und zwar nicht von einem kleinen Amtsgericht, von der höchsten richterlichen Instanz in unserem Land. Und das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Und das Ganze gilt jetzt erstmal für die Justizvollzugsanstalten. Denn dort hat jemand dagegen geklagt, dass diese Situation eben nicht nur für den, der diesen Urin abgibt, sondern auch für den, der daneben steht, sehr beklemmt und beschämt ist. Und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, sind wirklich relativ krass, muss man so sagen. Für uns im Labor heißt das eigentlich, was ist jetzt die Zukunft von Urin? Können wir damit noch weiter Drogenscreenings durchführen? Das müssen wir sogar. Wir müssen uns irgendwas überlegen, damit weiterhin Drogenscreenings im Urin stattfinden, obwohl daneben keiner mehr steht und aufpasst. Also wir müssen irgendwie versuchen, 100% die Identität zu klären. Da gibt es verschiedene Varianten. Wir können zum Beispiel die Identifikation mittels DNA feststellen. Da wird dann neben der Urinprobe einen Mundabstrich genommen und dann haben wir, in der Urinprobe sind immer Zellen drin, tote Gewebszellen aus der Harnblase oder so, und in dem Mundabstrich natürlich auch. Und dann wird die DNA verglichen. Das ist relativ straightforward. Und wenn es ein Match ist, dann gehört diese Urinprobe auch dieser Person. Der Nachteil dabei ist, das ist sehr zeitaufwendig. Man braucht eine genetische Einverständniserklärung. Da ist es in Deutschland, sind es sehr, sehr schwierige Bedingungen, das muss man einfach so sagen. Und das Ganze, Sie kennen alle die PCR bei dem Corona-Test, das ist sehr teuer. Das Drogenscreening im Urin würde um den Faktor 10 sich steigern und das ist keine Option, höchstens für die Oberschicht und die ist relativ selten beim Drogenscreening. Die nächste Variante ist, und mit der beschäftigen wir uns gerade sehr intensiv, sind sogenannte Markersubstanzen und das sind Polyethylenglykole oder nennen wir sie ganz kurz PEGs, PEG. Das sind eigentlich nichts anderes als sehr lange Zuckermoleküle. Und diese Zuckermoleküle sind unverdaulich, die werden einfach vom Körper wieder ausgeschieden. Das ist eigentlich schon der Clou daran. Die werden dann in eine Kapsel gemacht, nicht nur das PEG-8, sondern auch andere, diese Struktur da in der Mitte, die wiederholt sich auch mal 10 oder 12 Mal, also davon gibt es unterschiedliche Varianten. Und die werden dann in eine Kapsel gemacht, die Probanden nehmen diese Kapsel auf, dann wird kurz gewartet, bis dieser Inhalt der Kapsel, die Zuckermoleküle durch den Körper sind, es wird gepinkelt. Und im Idealfall machen wir natürlich das Drogenscreening und wir stellen fest, welche Komposition dieser PEGs in dem Urin ist. Und die muss natürlich identisch sein zu dem, was in der Kapsel war. Wir im Labor geben diese Kapseln aus, also müssen wir auch sicherstellen, dass dieses Verfahren wirklich funktioniert. Und da geht es um 3 Aspekte, nämlich die Manipulation. Man könnte sich denken, dass die Menschen ganz einfach diese Kapsel mit auf Toilette nehmen und die dann in den Urin füllen, also in den Fremdurin, in den cleanen Urin.
Und das kann man umgehen, und das sagt auch der Hersteller, indem man die Kapsel natürlich unter Sicht nimmt. Wenn die aber versteckt wird, zum Beispiel im Mundraum, und das wäre jetzt auch nicht unvorstellbar, dann, und die dann wieder rausgenommen wird, dann hat die einen Farbumschlag. Dafür hat der Hersteller auch schon gesorgt. Also diese Manipulation ist eigentlich, dem ist schon Herr geworden. Aber Sie sehen, wie weit man denken muss, um sowas überhaupt zu gewährleisten und sowas zu etablieren. Der zweite Aspekt ist Matrixeffekte. Und Matrixeffekte beschreibt den Zustand, dass diese Zuckermoleküle eventuell mit den Drogen im Urin irgendwie reagieren. Chemische Reaktionen. Und dann können wir natürlich mit unseren Geräten nicht mehr die Drogen messen. Das ist nicht der Fall. Das ist aber ein wichtiger Aspekt, den wir grundsätzlich bei so einer Etablierung prüfen müssen. Aber was leider der Fall ist, diese Polyethylenglykole kommen in sehr, sehr vielen Produkten vor, im alltäglichen Bedarf. Zahnpasta, Tablettenüberzüge, Kosmetika. Und wenn das die Runde macht, und das ist wirklich gerade der sehr kritische Bereich, den wir prüfen, dann wissen wir nicht, ob nicht vor dem Drogenscreening diese sehr nahrhafte und schmackhafte Putzi-Zahnpasta konsumiert wird und dann unser Signal so stört, dass wir gar nichts mehr identifizieren können. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant, ein bisschen witzig. Und ich danke auch für die Vorredner. Das war für mich auch sehr bereichernd und sage vielen Dank. Dankeschön an Jakob Morgenstern. Ich wollte eigentlich gar nicht nochmal auf die Bühne kommen, aber ich mache es doch einmal. Und nur um ein Mikrofon runterzureichen für den wichtigsten Satz des Abends. Und damit verabschiede ich mich schon. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich erlaube mir schon ein bisschen mehr als den einen Satz. Aber ein Schlusswort darf natürlich nie ein Schlussvortrag sein. Und um zu verhindern, dass Sie hier alle gleich noch einen Hangover erleiden, will ich mich natürlich kurz fassen. Aber natürlich gehört auch dazu, mich zu bedanken. Einmal zu bedanken bei der Moderatorin. Vielen herzlichen Dank, Frau Oswald. Sie haben uns souverän und charmant durch unsere Veranstaltung geführt. Vielen Dank dafür. Ich will mich natürlich auch bedanken bei allen Vortragenden, die hier uns mit ihren Inhalten den Abend gestaltet haben. Auch ganz herzlichen Dank dafür. Ein großer Dank geht natürlich wie immer an das Team des DVR, die diese Veranstaltung konzipiert und organisiert haben, hier in dieser schönen Location. Vielen herzlichen Dank. Ja, und zuletzt natürlich auch Dankeschön an Sie alle, die hier teilgenommen haben in der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und natürlich auch, wie sagt man immer, bei den großen Samstagabendshows. Vielen Dank auch an alle an den Bildschirmen zu Hause. Ich glaube, wir hatten eine gute Veranstaltung wieder. Dieses DVR-Forum mit seinen Themen wird auf jeden Fall weitergeführt mit den jeweiligen Arbeitsschwerpunkten, die wir im DVR haben. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Satz sagen. Solange wir solche Bilder von Unfallopfern sehen müssen, wie wir sie heute gesehen haben, solange haben wir alle noch eine Aufgabe in der Verkehrssicherheitsarbeit. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Dankeschön. Hier geht jetzt wahrscheinlich gleich ein Fenster hoch oder mehrere und dann gibt's was zu essen. Das Buffet ist eröffnet.